Hallo liebe Leute und ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Wir starten wieder in die Wochenendausgabe vom Homeoffice und ein bisschen, wenn wir nach draußen schauen, wird es glaube ich jetzt auch schon Frühling. Das Licht kommt zurück in doppeldeutiger Hinsicht und wir haben heute für euch folgende Themen am Start. Vom Verfassungsschützer Nummer 1 zum Staatsfeind Nummer 1. Nuviso begrüßte Hans-Georg Maaßen bei Ruderboot. Moderatorin, Buchautorin und Mutter. Wir sprechen mit Elsa Mittmannsgruber, wie man den Alltag mit dem Wahnsinn gut miteinander verbinden kann. Und kritische Texte unerwünscht? Sam Moser stellt bei uns seinen neuen Song vor. Grüß dich, Frank. Und wieder ist eine Woche rum oder mittendrin am Wochenende einfach. Ja. Und die gute Nachricht vorweg. Ich glaube, es wird langsam ein bisschen Frühling. Ja. Habt ihr auch? Es wird Frühlingswetter, das stimmt. Hallo Robert, hallo liebe Zuschauer zum Samstagabend. Ich freue mich, wir haben uns heute wieder viel vorgenommen. Schönes Programm. Und ja, also, ich habe hier vor der Sendung mit meiner Frisur gekämpft, weißt du. Ich befinde mich im Dauerkampf mit meiner Frisur, deswegen auch die Mütze. die löst das Problem so einfach. Aber die konnte ich gerade nicht finden. Frank, glaube mir. Deswegen das, jetzt so. Das kann, die Zuschauer mit leben, vor allem ich muss damit leben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe irgendwann den Kampf gewonnen gegen meine Frisur 2011, als ich den Kurzhaarschneider angesetzt habe. Und dann, und seitdem habe ich nie wieder gestritten mit meiner Frisur. Aber da, zu dem Schritt muss man sich erstmal durchbekennen. Ja, so, das ist dann schon ein Unterschied. Ja, wenn ich dann immer, gestern habe ich zum Beispiel diesen smarten ZDF-Moderator gesehen. Wie heißt der? Mirko Dotschmann, weißt du, Mr. Wissen to go. Der hat ja eine Haarpracht, weißt du, da ist ja wirklich, das ist ja unfassbar, ja. Weißt du, oder der Alex, weißt du, so diese stattliche Haarpracht. Dann gucke ich dann ganz neidisch hin und denke mir, okay. Mattel-Frisur nennt man das. Man kann nicht alles haben im Leben. Gott hat gefragt, was willst du haben? Viel Haare oder Gehirn? Okay, alles klar, die Entscheidung ist klar. Nee, Spaß beiseite. Das sind reine Befindlichkeiten, Frank, darum geht es auch niemand, wie wir unsere Haarpracht pflegen. Es geht vielmehr um die Themen, die uns in dieser Zeit beschäftigen. Und ich muss gestehen, je verrückter es wird, desto größer wird auch fast schon der Unterhaltungsfaktor, wenn ich dann so Schlagzeilen lese wie Peter möchte jetzt bei Kinderkarussells die Tiere verbieten, weil den Kindern damit ein, wie war der Sinn, weil man Kindern damit ein ausbeuterisches Verhalten gegenüber Tieren von Kindheit an mitgibt, dürfen sie jetzt nur noch auf Regenbogen und Besen reiten. Das wird die Hexen unter uns natürlich dann etwas irritieren. Aber also Robert, ja. Ich bin bei solchen Schlagzeilen, da schüttle ich im ersten Moment den Kopf, aber dann fange ich zu lachen und dann denke mir, wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können sie zwingen, immer dreister zu lügen, und das macht es dann schon fast irgendwie angenehm, das zu beobachten, wie sich unsere Gesellschaft auf diese Art und Weise verändert. Es ist also... Weißt du, wir hatten doch diesen tollen Kalender. Ich habe gerade hier in meinem kleinen Bild gesehen, da hinten, da hatte ich noch die Vorwoche. Ich wollte mal jetzt aktualisieren. Und diese Woche haben wir ein schönes Motiv. Ich komme gleich drauf. Aber übrigens, dieser Kalender hier, der ist ziemlich prophetisch. Weißt du, wir hatten ganz am Anfang des Jahres dieses Motiv, wo das großes Thema war. Dann hatten wir eine Woche später das hier, wo das tatsächlich mal wieder Thema war. Ja. Weißt du, heute haben wir dieses schöne Motiv für diese Woche. Mit unserer Bundes-Dingsbums. Innenministerin, ja. Ja. Mittlerweile ist das schon so berechenbar geworden, dass wir im Voraus unsere Karikaturen schon ein halbes Jahr vorher anpassen, bevor es passiert, weißt du? Aber hast du das auf dem Schirm, was die Ministerin Paus und Ministerin Faeser so jetzt durchdrücken wollen mit diesem Demokratiefördergesetz? Wie es ja so. Du meinst den 13-Punkte-Aktionsplan gegen Rechtsextremismus? Unfassbar. Also ich habe jetzt doch den ein oder anderen Artikel gelesen, auch von Juristen, die das Ganze einordnen als offenen Verfassungsbruch wirklich. Also was da, welche Bandagen da mittlerweile abgelegt werden. Also wird jetzt hier wirklich mit dem blanken Knöchel wird da von Seiten der Politik vorgegangen. Das ist eine Entwicklung, die Geschwindigkeit, mit der
diese Vorhaben jetzt da durchgedrückt werden, das ist schon atemberaubend. Also das ist schon erstaunlich. Das ist atemberaubend und absolut erschreckend, weil ich glaube, die meisten denken, ja, in 2 Jahren sind die eh weg. Aber in 2 Jahren kann man sehr viel Unheil anrichten, wie die letzten 2 Jahre zeigen. Und ja, du sagst es, also diese Aktionspläne, die sind, die richten sich ganz klar gegen die politische Opposition, muss man hier klar sagen. Es geht darum, die AfD und neuerdings dann eben auch die Werteunion, dessen Vorsitzender Hans-Georg Maaßen ja bereits vom Verfassungsschutz als extrem, als rechtsextrem eingestuft wird, ja, weil er irgendwie wiederum wahrscheinlich mit Markus Krall geredet hat, ja, der ja auch in die Werteunion eintreten will, so wie ich das verstanden habe. Und der Markus Krall ja wiederum mal mit irgendjemandem von dem Prinz Reuß da irgendwie Kommunikation hatte und so weiter. Also da wird Kontaktschuld über 1, 2, 3 Ecken hergestellt und das reicht nach dem neuen Aktionsplan unserer Bundesinnenministerin bereits aus, um Personen, die man mit dieser Kontaktschuld belegen kann. Beweisen muss man die übrigens nicht, da reicht die Behauptung, dass denen untersagt wird, Veranstaltungen zu machen. Ja, da werden die Gastronomiebetriebe jetzt mit eingebunden und in die Pflicht genommen, Veranstaltungen von Leuten, die dann wahrscheinlich auf irgendeiner Liste stehen, zu untersagen. Ja, und das ist denen wahrscheinlich für den Anfang freigestellt, aber später soll es dann zur Pflicht werden. Ja, weil freigestellt ist es ja jeden jetzt schon bereits. Ja, warum sollte man das quasi in Gesetzesform gießen? Dann geht es um Ein- und Ausreiseverbote für alle möglichen Leute, die dann eben auf irgendeiner Liste stehen. Und das ist doch die Finanzierung. Ja, wir reden über Parteiverbote. Es geht vor allem auch um die Finanzierung von alternativen Medien. Jeder, der quasi alternative Medien wie uns unterstützt, soll in Zukunft. Die Finanzströme dann sollen nicht nur durchleuchtet werden, sondern eben auch ausgetrocknet werden. Da geht es quasi um unliebsame Parteien. Eine Sparkasse, ich weiß nicht wo, hat einem Kunden, der hat das dann veröffentlicht, einen Brief geschrieben, weil dieser 250 Euro an die AfD gespendet hat über sein Sparkassenkonto. Und da schreibt die Sparkasse den wirklich an, dass er dies gefälligst zu unterlassen hat. Unfassbar. Sonst drohen Sanktionen. Unfassbar. Ja. Also der Fall kam in die Medien. Die Sparkasse wurde natürlich, wie sich das journalistisch gehört, darauf angesprochen. Und diese hat gesagt, ups, das war ein Versehen. Aha, genau. Also ja, wenn wir das historisch einordnen, wo sind wir jetzt gerade dann in welcher Zeit? Ja? Ich will diese Vergleiche nicht ziehen, weil es doch gehörige Unterschiede zu damals gibt, insbesondere was die technologischen Möglichkeiten betrifft. Mhm. Die sind heute ganz klar, auch wenn, die nützen beiden Seiten. Der boshaften Seite nutzen sie als Kontrollinstrument und KI ist total Überwachung. Ja, da brauchst du keine Stasi-Spitze mehr wie früher. Aber es nutzt natürlich auch der Gegenseite. Noch erreichen wir ja Leute. Ja? Und es gibt viele alternative Medien. Deswegen werden die ja bekämpft, weil die im Prinzip das Salz in der Suppe sind. Ja? Die stören diesen Plan auf dem Weg zum totalitären Überwachungsstaat. Ja? Naja, deswegen wird da halt an allen Ecken und Kanten geschraubt und deswegen machen wir, was wir tun. Mit diesen historischen Vergleichen ist schon klar, man kann jetzt Anfang 1930 nicht mit 2020, 2024 vergleichen. Aber es gibt halt Tendenzen, die auffallen, wenn man jetzt sieht, wie die Meinungsmanipulation stattfindet, wie quasi alles, was vom Diskurs der Regierung weggeht, sofort als politischer Gegner, als rechts eingeschoben wird, die Finanzierungsmöglichkeiten, die Einschränkung dessen, was wir gerade gesagt haben, dann natürlich aber auch militante Gruppen, die sich dazu aufmachen, die Politik der Regierung umzusetzen. Wir haben eine ganz klar gewaltbereite Antifa auf der Straße, die vor Gewalt nicht zurückschrückt. Wir haben schon etliche Attentate gehabt auf Oppositionspolitiker, auf Leib und Leben. Wir haben Angriffe auf Häuser, auf Sachbeschädigung und so weiter. Und was jetzt ganz krass ist, das hat der Herr Reitschuster neulich einen Artikel geschrieben über den Herrn Reichelt. Und Reitschuster sagt, ich kritisiere den Julian Reichelt zu oft, aber da hat er recht. Und Julian Reichelt hat ein Video gemacht über die grüne Polizei. Also sprich Vollzugsbeamte, Staatsbedienstete, Polizisten
mit Polizeivollzugsrechten, die sich in einer grünen Parteizentrale ein Büro gegeben haben und von da aus sich als grüne Polizei bezeichnen, um diese Politik durchzusetzen. Das ist ein doppelter Verfassungsbruch oder ein doppelter Bruch der Aufgaben der Polizei. Ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, wie man das genau ausdrücken muss, aber dass sich Polizisten hinter eine Partei stellen und deren Politik dann weiter vorantreiben wollen, ja, wie ja Julian Reichelt in diesem Video auch gezeigt hat, das ist schon richtig krass. So nach Motto, da gab es irgendeinen Vorfall, ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber die Polizei hat gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, um die Leute von News kümmern wir uns dann später. Das war so der Tweet von dieser Polizeigruppe. Und daraufhin ist das Ganze natürlich jetzt erstmal so richtig hochgekocht. Also das ist eine Tendenz, wo ich sagen muss, wenn sich Polizisten, die eigentlich vom Auftrag her neutral verhalten müssen, wenn die sich ganz klar parteiisch positionieren, das ist dann schon eine Entwicklung, wo ich sage, ups, das ist eine neue Stufe, weißt du? Eigentlich gehört da Neutralität dazu. Aber Das hat so. Also das ist ein Verein. Das ist jetzt keine Amtsarbeit, die da leisten, sondern das ist Vereinsarbeit. Genau, aber es sind alles Polizisten. Das sind alles Polizisten, und? Ja. Es ist ein Polizistenverein, die halt mit Grünen sympathisieren. Mhm. Die haben halt ich verstehe die Aufregung ehrlich gesagt nicht. Was? Das sind halt Polizisten, deren Herz grün schlägt und die haben einen Verein gegründet. Eine Parteipolizei. Überleg mal. Ja, man hat ein Geschmäckle, ja, aber ich verstehe die Aufregung ehrlich gesagt nicht. Naja, noch ist nichts passiert, aber wenn die schon ankündigen. Bemesse sie an den Taten und nicht an irgendwelchen Namen, Abzeichen, Logos oder Geschwafel. Überleg doch mal umgekehrt, wenn sich AfD-Sympathisanten auf Polizeiseite zu so einer Vereinigung zusammentun würden, was da los wäre. Weißt du, es ist immer diese Doppelmoral, die hier mitschwingt. Und das ist ja das, was Leuten dann eben auch auf den Keks geht, ja. Also nur mal so zur Info, dieser Polizei-Grün-Verein, der wurde 2013 in Baden-Württemberg gegründet. Ne? Oh. Also ist jetzt überhaupt nichts Neues. Oh, und sieh mal ich kann die Aufregung jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ich habe einen viel geileren Aufreger. Weißt du, ich war doch in der letzten Sendung nicht da. Du hattest es auch kurz erwähnt. Mhm. Komischerweise hat es in den Kommentaren überhaupt keinen Anklang gefunden. Du hattest kurz eingeblendet, ein Bild mit dem Hinweis, ja, ich bin nicht da, ich war auf Produktion, während ihr die Sendung aufgezeichnet habt. Und ja, was haben wir gemacht? Jetzt lass bitte spoilern. Wir haben eine neue Ruderboot-Sendung aufgezeichnet. Und Trommelwirbel, ja. Ich zeig die Gäste. Tada! Also. Ja, schon mal ein Spoiler auf das Thumbnail. Hochspannend. Robert, lass uns da unbedingt gleich mal reinschauen. Wir hatten tatsächlich Hans-Georg Maaßen zu Gast, ja, der was eine krasse Karriere vom Staatsschützer Nummer 1 zum Staatsfeind Nummer 1. Das musste mal hinkriegen. Mhm. Und außerdem noch Susanne Dagen, eine politische Aktivistin und Buchhändlerin aus Dresden, die interessante Sachen zu berichten hatte, wie es ihr so ergeht, wenn sie einfach zum Beispiel in ihrem Buchladen als Buchladenbetreiberin anprangert, was da gerade passiert mit den ganzen Zensur, literarische Werke werden zensiert und so weiter. Das prangert sie an. Wir hatten Tim Lochner, der gerade vor einigen Wochen durch alle Medien bundesweit ging, denn er ist der neue Bürgermeister von Pirna. Ja, und in allen Medien war zu entnehmen, ja, erster AfD-Bürgermeister und bla bla bla. Der ist parteilos, ja, sei an der Stelle gleich noch erwähnt und hat ebenfalls sehr interessante Sachen berichtet. Ja, und wir hatten Hans-Georg Maaßen und Silke Schröter zu Gast. Silke Schröter, die jetzt kürzlich erst aus dem Verein für deutsche Sprache ausgetreten ist, warum, wieso, weshalb, berichtet sie auch. Aber sie hat vor kurzem auch den ein oder anderen viralen Hit mit ihren Interviews gelandet, weil sie auf der bösen, bösen Potsdamer Konferenz im November war, die ja gerade sozusagen ja immer noch das Thema Nummer 1 seit Wochen ist und hunderttausende Menschen auf die Straße treibt. Ja. Und es ist schon verwunderlich, dass jetzt nach mehreren Wochen dieser Geschichte immer noch keine Beweise für irgendwas vorliegen. Ja. Wir haben die Behauptungen von Korrektiv, ja, die zigfach multipliziert wurden bei Lanz, Maischberger und Co.
und durch Spiegel und Tagesthemen natürlich, ja, dass das ein Treffen war, ähnlich der Wannsee-Konferenz, wo man über die Deportation von Millionen Menschen geschwafelt hätte. Ja. Aber noch niemand in den Massenmedien hat mal irgendjemanden gefragt, der wirklich da vor Ort war, was denn da wirklich los war. Ja. Diesen Job haben unter anderem wir mal wieder übernommen und lass uns da unbedingt reinschauen, Robert. Und jetzt können wir die Silke Schröder fragen, wie es in Potsdam wirklich war, oder? Ja. Denn das sind da alle interessiert begierig. Sie das überhaupt? Na, ich vermute mal, der ein oder andere hat ja auch schon andere Sendungen zu diesem Thema gesehen. Und ich fühle mich jetzt natürlich so ein bisschen auch in der Wiederholungsschleife. Also Bescheid geben, wenn es langweilt. Nein, also Potsdam ist ein Thema, was mich die letzten Wochen sehr in Atem gehalten hat, wie die anderen Teilnehmer dieses Privattreffens auch. Es war eine völlig normale Veranstaltung unter Bekannten, was jetzt nicht heißt, dass es ein fester Kreis war, aber das war eben eine Privatveranstaltung von einem Organisator, der da jährlich zu eingeladen hat und wo es darum ging, Unternehmer, Journalisten, Politiker zusammenzubringen und die Dinge zu besprechen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht so ein bisschen zu kurz kommen. Denn die Themen, die die bürgerliche Mitte, also wahrscheinlich Sie alle hier im Saal, auch beschäftigen, bei denen hat man ja zunehmend das Gefühl, dass sie mit so einem Stigma belegt sind und eigentlich fast mit einem Tabu, muss man sagen. Ja, also was wurde an diesem Tag besprochen? Es gab eine Reihe von Impulsvorträgen. Der berühmt-berüchtigte Martin Sellner war auch mit dabei, hat sein neues Buch zum Thema Trommelwirbel, Remigration vorgestellt. Nicht Deportation, sondern Remigration. Es wurde über die Gefahren der Briefwahl gesprochen. Wir haben über Influencer-Projekte aus konservativer Seite gesprochen. Das ist so das, woran ich mich jetzt primär erinnere. Aber ein ganz wichtiger Aspekt dieses Tages war eben auch das Thema Netzwerken. Also, dass man miteinander ins Gespräch kommt und durchaus auch überlegt, wo können Synergien entstehen und dass man die Leute, die man vielleicht schon vorher mal getroffen hatte, sich mit denen nett austauscht und vielleicht auch neue kennenlernt. Also es war wirklich ein netter, harmloser Tag und was daraus im Nachgang fabriziert werden würde, ja, da muss ich auch wirklich nochmal sagen, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Und ich will nochmal abschließend sagen, ich habe das Gefühl, ich war bei der Entstehung von Fake News live mit dabei. Ja? Jetzt wissen wir, wie es geht. Na, Korrektiv hat ja tatsächlich daraus gemacht, ein Treffen quasi Wannsee 2.0, wo es um die Deportation Millionen von Deutscher ging. Und da kann irgendwas behauptet werden, ohne dass es irgendjemand belegen muss. Das kennen wir ja mittlerweile zu Genüge und Herr Dr. Maaßen, das ist ja auch etwas, was Sie zu Genüge kennen, auch spätestens seit 2018, als Sie versucht haben, die Geschehnisse in Chemnitz ja nüchterner, wahrheitsgemäßer zu betrachten, als das eben auch die Antifa beispielsweise geäußert hat. Und das hat Ihnen aber keine Freunde gemacht, denn Sie wurden ja in den Vorruhestand versetzt und Sie wurden spätestens da auch zum politischen Gegner. Mittlerweile muss man sagen, politischer Feind, oder? Gleich Staatsfeind Nummer eins. Wie konnte das denn so weit kommen? Naja. Was haben Sie falsch gemacht? Die Frage ist, was habe ich richtig gemacht und was hat sich verändert? Und Sie sagten ja, heute Abend reden wir über den politischen Wandel. Und diesen politischen Wandel haben Sie alle ja in den letzten Jahren erlebt. Ich habe das vielleicht in meinen verschiedenen Funktionen vorher etwas vorher schon erlebt. Sie haben ja angesprochen, ich habe mich viel mit Asylrecht beschäftigt, Ausländerrecht, Rauschgiftbekämpfung, Drogenpolitik. Ich war zuständig für die Fachaufsicht Bundeskriminalamt. Da sah ich in den 1990er, 2000er Jahre schon, dass in Deutschland vieles schief läuft. Und als 2015 die sogenannte Grenzöffnung war von Frau Merkel, war ich Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und war nicht mehr zuständig für Ausländerpolitik. Aber das war mein Gesetz, das ich gemacht hatte, das angewandt wurde, wo in § 1 Absatz 1 Satz 1 drin steht, das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland.
In Paragraph 18 des Asylgesetzes steht, Asylsuchende sind an der Grenze zurückzuweisen, wenn sie über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland kommen. Ja. Und im Grundgesetz Artikel 16a Absatz 2 steht drin, sichere Drittstaaten sind alle Staaten der europäischen Gemeinschaften. Man muss nicht unbedingt Jurist sein, man kann auch Bundeskanzlerin sein, um zu begreifen, was diese Vorschriften bedeuten. Ja, und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen Konflikt gehabt mit der Kanzlerin, mit der offiziellen Linie, weil ich sagte, es kann nicht sein, dass die Bundesregierung hier Hunderttausende ins Land lässt. Im September, Oktober 2015 sind täglich 10.000, 15.000 Menschen nach Deutschland gekommen. So viele, wie wir Ende der 90er Jahre in einem Jahr hatten als Asylsuchende, an einem Tag. Und die Politik hat es nicht nur zugelassen, sondern sie hat es auch weiter gefördert. Ich war also da in einem Konflikt mit der Politik. Dieser Konflikt hat sich dann in den Folgejahren dann weiter zugespitzt, weil ich natürlich auch in meiner Funktion als Verfassungsschutzpräsident gesehen habe, was das für Auswirkungen auf die innere Sicherheit hat. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten über 20 Terroranschläge in Deutschland aufdecken können. Wir haben etliche Hunderte von islamistischen Terroristen entdecken können, aber es war ausgesprochen schwierig, weil die Grenzen waren offen. Über 80% der Asylsuchenden hatten keinen Pass dabei gehabt. Das heißt, die kamen dann mit gefakten Namen nach Deutschland und wurden dann im Asylverfahren dann behandelt. So, jetzt um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich habe Jura studiert, bin ein leidenschaftlicher Jurist, habe rund 30 Jahre für den Staat gearbeitet, überwiegend im Sicherheitsbereich und bin ein großer Anhänger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Was bedeutet, dass ich selber über mein Leben entscheiden kann, wie ich leben will, wie ich Kinder erziehe, was ich esse, ob ich eine Ölheizung habe oder eine Gasheizung habe oder ob ich mit einem Vergaser oder Elektroauto ins Büro fahre. Das will ich selber entscheiden. Und nach der Vision der Väter und Mütter des Grundgesetzes soll das auch jeder entscheiden. Und was ich jetzt wahrnehme, ist, dass wir eine Zunahme eines Autoritarismus in Deutschland haben, dass eine, ich sage mal, wahrscheinlich von einer Ideologie beseelten Gruppe glaubt, die Bevölkerung erziehen zu müssen, der Bevölkerung beizubringen, dass die Menschen so leben sollen, wie die Clique es will. Und das widerspricht völlig meinem Verfassungsverständnis und auch meinem Freiheitsverständnis. Und in den letzten Jahren hat sich eben die Kluft weiterentwickelt. Maaßen war zunächst, ich sage mal, Gegner dieser Politik. Und jetzt bin ich Gegner einer Ideologie. Und ich spreche auch von Ideologie. Was die Klimaaktivisten hier machen, ist kein Aktivismus, das ist eine Sekte. Das ist eine aus meiner Sicht zutiefst verfassungsfeindliche Ideologie, die gegen die Freiheit, gegen die Rechtsstaatlichkeit und gegen die Demokratie ist. Und dagegen wende ich mich. Und jetzt, um das abzuschließen, ich kann natürlich verstehen, dass die Leute, die sich für diese Ideologie einsetzen, für einen autoritären Staat einsetzen, mich bekämpfen. Darauf muss ich mich halt einstellen. Die Repression, glaube ich, gegen all diejenigen, die sich für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzen, wird wahrscheinlich weiter zunehmen. Oh Mann, was für eine tolle Runde, und Uwe Steimle und Julia, unsere liebe Kollegin, haben das toll moderiert. Ich kann es kaum erwarten, es selber zu sehen. Ich habe den Link schon vor mir, aber es ist sozusagen noch schnittwarm, direkt aus dem Computer raus, und ich kann es kaum erwarten, nach unserer Sendung hier diese Ruderboot-Sendung anzugucken. Hochkarätig, muss ich schon sagen, Respekt. Ich war ein bisschen neidisch, dass ich nicht hoch konnte, aber geht halt nicht immer alles. Auf jeden Fall. Wie kam denn das an beim Publikum, als der Herr Maaßen plötzlich aufgetaucht ist? Ja, unser Publikum wusste ja wie immer nicht, wer die Gäste sind, weil die kündigen wir ja nicht an. Für die war es natürlich eine Überraschung. An der Stelle sei erwähnt, dass die nächste Ruderboot-Sendung bereits am 15. März aufgezeichnet wird. Und auch hierfür kann man Tickets erwerben. Kostet 19 Euro im nuvisoshop.de. 11 Uhr ist Drehbeginn. Einlass zwischen 10 und 10.30 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Tickets sind natürlich begrenzt. Wenn sie ausverkauft sind, sind die ausverkauft. Wichtig, und diesmal, Braunspetra. Diesmal in Braunspetra. Am 15.3. In Braunspetra ist das, denn direkt im Anschluss an die Ruderboot-Sendung findet ja unser Kongress statt. Kannst du mal ein bisschen hochscrollen, da sieht man das.
Das beginnt dann 16 Uhr, direkt nach der Aufzeichnung von Ruderboot. Jeder, der sich ein Kongressticket kauft, hat kostenlosen Eintritt zu der Ruderboot-Sendung. Wer sagt, Kongress brauche ich nicht, aber Ruderboot interessiert mich. Ich bin gespannt, wer diesmal als Gast da vorne sitzen wird. Wir spoilern an der Stelle natürlich nicht. aber ich weiß es schon. Der ist herzlich eingeladen. Ja? Tickets, wie gesagt, im nuvisoshop.de. Und ja, deine Frage, wie kam Hans-Georg Maaßen dort vor Ort beim Publikum an? Ja, was soll ich sagen? Er hat gerade dort in der Region, wir zeichnen das ja tief im Osten Deutschlands auf, ja, den Leuten aus der Seele gesprochen. Und auch der Tim Lochner, der parteilos ist und jetzt Bürgermeister von Pirna ist, hat ihn dann gefragt, ob denn dieses Jahr die Werteunion in Sachsen als Partei angetreten wird. Die Antwort war ein klares Ja. Also die Werteunion wird mitmischen, bundesweit in allen Landtagen, so wie es aussieht, und dürfte nochmal für Wirbel sorgen. Ich freue mich tatsächlich drauf. Und vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Wir hatten ja kürzlich auch schon den Max Otte bei uns im Homeoffice. Und Markus Krall wäre übrigens auch bei dieser Veranstaltung jetzt im Ruderboot gewesen, mit Hans-Georg Maaßen zusammen. Leider ging das aus gesundheitlichen Gründen nicht, aber das werden wir nachholen. Irgendwann. Und ich muss persönlich sagen, ich finde das Projekt Werteunion sehr interessant, weil es wird geschätzt vom Potenzial her auf 5-15%. Wenn du mich fragst, völlig unterbewertet. Ich denke, diese Partei wird der CDU richtig, richtig viele Stimmen kosten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der typische CDU-Wähler es gut findet, dass der Merz diesen Kuschelkurs mit Grün macht. Obwohl er im September noch gesagt hat. Hauptsache die AfD verhindern, ist ja die Devise. Und dann wird jeder Blödsinn akzeptiert. In Sachsen-Anhalt wird es dann wohl dazu kommen, dass die CDU mit der BSW koalieren muss, um die AfD zu verhindern. Mhm. Und erinnert sei an dieser Stelle. Diesen Blödsinn wollen die meisten CDU-Mitglieder nicht mitmachen. Und werden deswegen die Werteunion wählen. Davon bin ich absolut überzeugt. Merz hat im September letzten Jahres noch kategorisch eine Zusammenarbeit, eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Es war irgendwie vor einer Wahl, war der in Bayern Landtagswahl? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendeine Wahlkampfgetöse-Nummer, die der Merz da gemacht hat. Und da hat er gesagt, nee, mit Grün geht gar nicht. Und jetzt sagt er mehr oder weniger, ja klar, wenn wir dann jetzt die nächste Wahl gewinnen, dann machen wir auf jeden Fall mit den Grünen weiter. Weil er weiß, dass die Grünen definitiv die letzte Chance sind, überhaupt noch zu regieren. Ja, genau. Er hat ja auch gesagt, er wünscht sich eigentlich die FDP, aber geht davon aus, dass die es gar nicht schaffen in irgendeinem sprich von der Bundestagswahl oder nehme ich mal an. Und hat die Anhänger der FDP dann tatsächlich sogar noch dazu aufgerufen, um die AfD zu verhindern, dann gefälligst CDU zu wählen, wenn sie wissen, dass ihre Partei es sowieso nicht schafft. Ja? Und an die SPD hat er schon denselben Hinweis gegeben. Also, es rumort, die fahren alle Geschütze auf. Und lass uns doch nochmal kurz, ich würde sagen, nochmal einen kurzen Ausschnitt aus der Ruderboot-Sendung mit dem Tim Lochner, mit dem neuen Bürgermeister von Pirna, der jetzt gerade wirklich in diesen Tagen das Amt antritt. Und was er dazu sagt, inwieweit man denn überhaupt auf kommunaler Ebene noch was bewegen kann, verändern kann. Ja, Herr Lochner, der Dr. Maaßen hat ja vorhin von der großen Politik erzählt und dass es unverantwortlich ist, so großen übergeordneten Stellen wie der WHO empfindliche Dinge zu übertragen, wie zum Beispiel, wie geht man mit Pandemien um und so weiter. Und nun sind ja 17% der Deutschen mit der Ampelregierung unzufrieden. Und da ist meine Frage an Sie, was kann denn die Regionalpolitik tun? Also was können Sie jetzt als Oberbürgermeister und auch Sie, Frau Dagen, auch im Stadtrat für die Freien Wähler, was kann man als Kommunal- oder Regionalpolitiker für die Menschen vor Ort tun, wenn da alles viel zentralistischer wird? Naja, ich sag mal so, es ist ja Politik, ob im Kleinen oder im Großen, hat ja auch immer viel mit Symbolik zu tun. Und Herr Maaßen sprach ja von Hoffnung. Und ich glaube schon, weil ich diese Meinung auch ganz oft höre, ich gehe nicht mehr wählen, es hat eh keinen Sinn. Und wenn Wahlen was bringen würden, wären sie eh verboten und solche Sprüche, die es da gibt. Und der
Wahlsieg in Pirna hat natürlich vielen Leuten gezeigt, dass A, dort zumindest nicht betrogen worden ist. Ja. Sonst hätte es das Ergebnis nicht gegeben. Und zweitens, dass Wahlen eben doch was bringen. Und dieses Hoffnungssignal, denke ich, hat diese Wahl ausgesendet. Die, ja, ich glaube, es war sogar die Twitter-Meldung weltweit am 18. Dezember, ging ja weltweit umher. Und ja, ich denke, dass daran sich viele aufrichten werden, auch für die zukünftigen Mandatsträger, egal ob die jetzt AfD-Mitglied oder AfD aufgestellt sind oder von einer anderen Partei. Wir brauchen einfach mutige Leute aus der, und ich sag's wirklich ganz bewusst, aus der arbeitenden Bevölkerung. Und damit meine ich jetzt nicht den Blaumann, auch Kugelschreiber oder Tastatur sind Arbeitsmittel, sondern aus dem Bereich, wo die Realität noch nicht ganz verschwunden ist. Politik im Wandel, Ruderboot, Ausgabe 19, gibt es für alle unsere Mitglieder auf unserer Webseite schon zu sehen. Ausstrahlungstermin wird der 25. Februar sein, 20 Uhr, also übernächsten Sonntag. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns zahlreich zuseht. Und diese Sendung wird dann werbefrei sein auf unserem großen Nuviso-Hauptkanal. Und deswegen gibt es für alle Mitglieder unserer Webseite auf nuflix.de diese Sendung natürlich ab sofort auch schon zu sehen. Und eigentlich ist das ja eine Sendung, die in unseren Silberbereich gehört, da sie doch sehr teuer ist in der Produktion, sehr viel Vorbereitung bedarf. Und ich glaube, die allermeisten unterschätzen völlig, was so eine Sendung für einen Aufwand zeitlicher, nervlicher und finanzieller Art bedarf. Aber wir stecken es trotzdem in den Bronzebereich, weil ich leider auch sagen muss, wir haben jetzt seit 3 Wochen diesen Mitgliederbereich laufen und es kommen ein paar Sachen zusammen. Es ist leider tatsächlich so, dass doch eine nennenswerte Anzahl an Abonnenten das doof findet, dass wir jetzt da hier so eine Mehrklassengesellschaft unter den Abonnenten einführen. Wobei ich sagen muss, wir haben ja alle Abonnenten, die wir bereits hatten, automatisch auf den Silberstatus abgegradet, ohne dass die auch nur einen Cent dafür jetzt mehr bezahlen müssen. Und auch leider das haben leider nicht alle gelesen. Die haben nur gelesen, dass sie auf den Silberstatus abgegradet wurden und der kostet 12 Euro im Monat. Und das fanden natürlich alle, die weniger als 12 Euro bezahlt haben und nicht zu Ende gelesen haben, nicht so schön. Ja? Hatte viele Abo-Kündigungen nach sich gezogen. Ja, und was soll ich sagen, ja, wenn man never change a running system, ja, will nicht sagen, dass es komplett nach hinten losgeht, aber wir sind tatsächlich einfach, ich muss es sagen. Erklär's doch mal, ich blende es jetzt mal ein, das neue Abo-Modell. Die Silber-Abonnenten sind, also jeder, der irgendeine Summe X gespendet hat, der ist automatisch in den Silberbereich gerutscht. Richtig. Und zahlt es sei aber denn, er hat mehr gespendet, dann ist er, hat er womöglich sogar ein Goldabo bekommen. Wir haben sozusagen jedem, der in den letzten Jahren uns unterstützt hat, sei es nur mit 1 Euro im Monat, automatisch in dieses Silberabo zum alten Preis geupgradet. Ja? Es ist quasi ein Treuebonus. Und dazu muss man eben sagen, also jeder hat im Prinzip Zugriff auf alles, was bis Silber geht, also auch auf alle Bronzeinhalte. Ich glaube, selbst das muss ich auch nochmal dazu erwähnen. Ja, Silber beinhaltet natürlich alles Bronze, Gold beinhaltet Silber, Bronze und alle Goldinhalte sind neu. Es gibt keine Nuviso-Inhalte im Goldbereich. Es gibt ausschließlich lizenzierte Zusatzinhalte im Goldabo-Bereich und das geht auch auf gar keinen Fall billiger, weil es hier natürlich, das ist quasi nochmal einen draufgesetzt, und zwar geht es hier um Spielfilme, Dokumentation, die nicht aus unserem Hause stammen, sondern die wir über diesen Weg mit zur Verfügung stellen für alle, denen eben auch unsere Arbeit noch einen Ticken mehr wert ist. Auch denen wollen wir eben noch einen Ticken mehr wert geben. Das ist eigentlich der Gedanke. Im Grunde genommen ist dieses Abo-Modell für uns eigentlich nur so ein verbesserter, ja, Spendenaufruf. Muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen, wir verschenken ja fast alles, was wir machen. Auch diese Ruderboot-Sendung landet letztlich werbefrei am 25. Februar auf YouTube und damit verdienen wir im Grunde keinen Cent, auch wenn das 500.000 Leute schauen. So wie kürzlich den Vortrag von Daniele Ganser, ja, der uns einiges gekostet hat, aber im Grunde nichts eingespielt hat. Und ich weiß, das wollen jetzt viele nicht hören, Kommerz, Höfer geht es nur ums Geld und so weiter und so fort. Ja,
Ich kann nur darauf hinweisen, ja, die Zeiten sind schlecht. Wir haben auch viele Abokündigungen von Leuten in den letzten Wochen, Monaten erhalten, einfach mit der Begründung, ich kann es mir nicht mehr leisten. Mhm. Aber ihr macht tolle Arbeit. Ich hoffe, ihr macht weiter. Und irgendwann kommen wir da auch an unsere Grenzen. Wir verkaufen ja schon handgemalte Daniel Haas-Bilder, was wir nicht tun würden, wenn es nicht, ja, weißt du, ich würde mir die selber gerne an die Wand hängen, ja. Anstatt sie verkaufen zu müssen, muss ich leider so sagen. So, und jetzt genug geheult. Wir haben super Gäste, Robert. Ja. Willst du ankündigen? Ja, zum einen natürlich endlich mal wieder eine tolle Frau bei uns im Programm. Der zweite Gast, den verraten wir jetzt noch nicht, aber ich meine, ist ja auf dem Thumbnail zu sehen, ja, das wissen die Leute ja jetzt schon alles. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal nach Österreich schauen können und eine Moderatorin und Redakteurskollegin mit an Bord haben, nämlich von dem Team von Auf 1, die Elsa Mittmannsgruber. Ja, und mit ihr sprechen wir natürlich über die bewegenden Themen in unserer Zeit, aber vielleicht auch genau die Themen, die eine Frau und junge Mutter in dieser Zeit ganz besonders betrifft. Also hier kommt Elsa Mittmannsgruber. Das Wallafone 22 für konsequenten Schutz deiner Privatsphäre. Du entscheidest, mit wem du deine Daten teilen willst. Der einzigartige Sicherheitsmodus unterstützt dich dabei. Sei ungebunden und unabhängig von Cloud-Diensten, wenn du es möchtest. Jetzt mehr erfahren über das leistungsstarke Smartphone aus Deutschland auf wola.online. Und dann liebe Grüße nach Österreich. Hallo Elsa, freut mich sehr, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen. Servus. Grüß dich, danke für die Einladung, beziehungsweise die Zoom-Verbindung. Ja, umso besser, dass das geklappt hat jetzt. Frank, ihr lernt euch gerade auch zum ersten Mal kennen, da gab es auch noch keine Berührungspunkte, ja, also umso besser. Unser erstes Date hier, fantastisch. Elsa, die erste Frage an dich, wie geht es dir persönlich jetzt gerade? Jetzt gerade, ja, persönlich, privat geht es mir sehr gut, auch wenn die Umstände jetzt schon langsam beschwerlich werden, aber ich darf mich nicht zu viel mit der Politik beschäftigen, das macht mich dann immer wieder etwas, wie soll ich sagen, aggressiv, zieht mich runter. Gestern am Abend habe ich leider wieder zu viel dann recherchiert und gelesen und dann konnte ich wieder nicht schlafen. Aber sonst, normalerweise geht es mir gut, ja. Genau, und damit das die Zuschauer auch richtig verstehen, die Umstände, du bist kurz vor der Geburt deines dritten Kindes. Also sprich, du bist jetzt hochschwanger und es dürfte dann, ich vermute März oder was, wann hast du Termin? Anfang April, genau. Anfang April, also jetzt quasi so im Endspurt. Long Final, sagt man in der Fliegerei. Das ist natürlich klar, dass du da beschäftigt bist. Du machst gerade einen Augapfel und ein Füßchen und so weiter. Da kann man keine Nachrichten lesen. Die sind hoffentlich schon fertig. Ja, natürlich, in dem Stadion natürlich, alles klar. Ich wollte dich fragen, ja, du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. In der Situation, wenn man schwanger ist, will man natürlich sich nicht mit dem Schmerz der Welt beschäftigen. Aber ist es überhaupt möglich, dass man das ausblendet? Weil du bist ja auch als Redakteurin tagtäglich in diesen Themen drin. Wie schaffst du da diesen Spagat, diesen Balanceakt zwischen Mutter und auf der anderen Seite aber auch Journalistin? Ja, es ist eh oft schwer. Man muss sich dann immer wieder erden, sage ich. Also man braucht oft, also es ist oft gut, auch einfach der Heimweg, ja, im Auto oder so, dass man einfach immer wieder schaut, dass man da den Kopf wieder frei kriegt und sich von diesen ganzen negativen Themen befreit. Aber es ist sicher nicht leicht. Ich sage jetzt mal, die Kinder machen es einem leichter, weil die halt einfach ganz einen anderen Zugang zur Welt haben. Also ich habe vor kurzem mit jemand gesprochen, dass meine Tochter, die wird jetzt 5 und die versteht halt jetzt schon langsam oder versucht zu verstehen oder fragt halt, ja, warum passieren gewisse Dinge? Warum hat uns im Urlaub jemand unseren Ball und unsere Schaufel gestohlen? Ja? Und dann muss man halt dann mal sagen, na, es gibt halt Menschen, die tun sowas und es gibt halt auch Menschen, die sind nicht gut. Und da fängt sie halt wirklich schon an, viel zu fragen. Und da merkt man aber, sie versteht es überhaupt nicht. Also es ist für sie so eine andere Welt, dass es sowas gibt oder dass es überhaupt was Böses gibt und es verängstigt sie extrem. Also das ist halt
diese Sache, sie leben halt wirklich ganz woanders. Also für sie ist alles heil, alles wunderschön. Sie entdecken jeden Tag neue Dinge. Die Welt ist so voller, ja, toller Erlebnisse und Sachen, die man noch nicht gesehen hat, die wir Erwachsenen ja gar nicht mehr wahrnehmen. Von dem her kann man dann auch schön in diese Welt eintauchen und kommt dann irgendwie raus aus dem, ja. Aber man muss halt wirklich, also ich lege auch mein Handy weg, wenn ich zu Hause bin. Ich versuche wirklich, dass ich diese zwei Welten so gut es geht trenne. Es geht nicht anders, aber man switcht halt dann einfach hin und her. Aber ja, man muss halt, man darf dann nicht viel nachdenken, sage ich jetzt mal, weil sonst ist man eben wieder genau in dem Rad, dass man dann wieder schlecht drauf ist oder sich da runterziehen lässt. Ja, Kinder sind auf jeden Fall eine wunderbare Ablenkung. Die zwingen einen ja quasi dazu, auch mal umzuschalten. Ich habe auch drei. Also ich weiß, worum es da geht. Mir fällt es sehr schwer dabei, trotzdem das Handy wegzulegen, weil diesen Schalter, den habe ich noch nicht für mich entdeckt, wo ich den wirklich komplett so, jetzt bin ich zu Hause und jetzt lege ich das alles ad acta. Aber den sollte man sich immer mehr antrainieren, diesen Schalter, sonst wird man tatsächlich verrückt, weil die Zeiten auch immer absurder sind. Ja, die Amplitude beim Kopfschütteln nimmt immer mehr zu. Ja, und bevor man ein Schleudertrauma bekommt, sollte man da dringend abschalten. Jetzt blicken wir heute hier mal nach Österreich, wo man denkt, okay, das ist jetzt ein anderes Land. Wir blicken ja in unseren Sendungen meistens nur ins eigene Land und schauen uns hier diesen Wahnsinn an. Und dann schaut man mal ins Nachbarland und stellt fest, ja, das ist jetzt auch nicht sehr viel besser. Auf 1, ein großer alternativer österreichischer Sender, der noch gar nicht so alt ist, dafür aber umso erfolgreicher. Wie ist denn in der österreichischen Bevölkerung so das Feedback auf diesen Sender? Ihr sendet ja, glaube ich, auch irgendwie über Kabel oder Satellit. Also ihr habt auf jeden Fall auch eine enorme Reichweite. Und ich weiß, wie das Feedback auf deutsche alternative Sender ist. Wie ist das in Österreich? Also ich glaube, da sind wir eh nicht so unähnlich, ne? Jetzt gerade kommt es mir vor, dass Deutschland doch um einiges extremer ist und extremer wird, ja, so in der Jagd auf Andersdenkende. Das ist bei uns noch nicht ganz so arg, ja, auch vom Politik-Sprech her, wie sie sich äußern und so. Das ist, hat in der Weht in Deutschland schon ein ziemlich härterer Wind, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist das, was ich so sagen kann. Und von der Bevölkerung her, wir werden sehr viel erkannt. Ich werde sehr viel erkannt, wenn ich jetzt rausgehe und einkaufen oder so. Also es überrascht mich selbst enorm, ja, wie viele Leute uns eigentlich schauen. Also ich bin jetzt mal wieder perplex, egal wo ich hingehe. Es ist teilweise ein bisschen unangenehm, wenn Leute in der Sauna oder so erkennen. Aber es kommt wirklich überall vor. Es ist mittlerweile fast jedes Mal, wenn ich wo bin, dass mich irgendwer kennt. Und das stimmt mich positiv einerseits, weil ich mir eben denke, toll, wie viel, wenn man sich aufs Prozent ausrechnet, die Wahrscheinlichkeit, ja, dass da jetzt jedes Mal wer dabei ist, das sind wir ja bei Abertausenden. Ja, also keine Ahnung, bin jetzt keine so gute Mathematikerin, aber einfach die Wahrscheinlichkeit ist enorm, ja, zeigt, wie viel da sein müssen. Aber das andere ist, es macht einem natürlich dann auch ein bisschen Angst, weil man halt auch weiß, ja, die Gegenseite erkennt einem ja natürlich dann auch, vor allem wenn man mit den Kindern unterwegs ist. Witzigerweise ist das aber gar nicht. Also es ist mir noch nie passiert, dass mich von der anderen Seite, jetzt sage ich mal, ich nenne es mal so, Gegenseite jemand angesprochen hätte oder negativ mir begegnet wäre, weil es da gar nicht so viel gibt. Also das klingt komisch, aber die sich jetzt wirklich massiv mit, ich sage jetzt mal die Linksextremen, ja, die sich massiv mit uns beschäftigen, mit den Gesichtern und da recherchieren, das sind so wenige, so wenige. Und das merkt man einfach. Das ist ja eben das, was ich vorher gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, wenn du da nie irgendwen triffst, dann können das nicht so sonderlich viel sein. Also sie traut sich nicht, dass mich jetzt irgendwie schief anreden, aber das glaube ich fast nicht. Also Antifa wird mich schon schief anreden, wenn es mich sieht. Aber ich glaube, dass das bei uns eben, um wieder auf Österreich zurückzukommen, auch wirklich viel weniger ist und dass die da viel kleiner sind und so diese
die Masse an der Bevölkerung, die jetzt weder mich negativ noch positiv kennen, die ist natürlich dann auch ganz groß, aber das sind eben die, sagen wir mal, Normalen, ja, die ja immer vergessen werden, die Mehrheit eigentlich, die weder linksradikal noch rechtsradikal noch sonst irgendwas sind, sondern einfach normal ihr Leben leben und da jetzt gar nicht groß wen verurteilen, egal welche Meinung das er hat, weil die wollen halt einfach, ja, ihre Ruhe haben, ihre Familie haben. Das ist so die Mehrheit. Also das kriege ich so mit. Selbst wenn ich dann jemanden sage, was ich mache, der es jetzt noch nicht weiß, dann sagt er, ja, das ist ja eh voll okay und das gehört ja so und man soll eine Meinung haben und es ist relativ locker, ja. Also das Bild, das man oft so aus der Blase hat, was ja ich leider auch teilweise habe, das stimmt oft gar nicht. Jetzt ist ja auf 1 ist ja ein deutschsprachiger alternativer Sender. Wo kommt denn da mehr Gegenwind? Aus Österreich selbst oder mehr aus Deutschland? Aus Deutschland, ganz klar. Also ich sage jetzt mal, es wird auch in Deutschland ganz stark als Bedrohung wahrgenommen, weil wir ja doch unsere mehrheitliche Zuschauerzahl oder Zuschauer in Deutschland haben. Also das ist, und vor allem einfach in der Gesamtentwicklung, die in Deutschland gerade stattfindet, kommt natürlich dann mehr von Deutschland. Aber ich bin da nicht naiv, dass da eine Zusammenarbeit stattfinden wird, vor allem auf politischer Ebene oder mit Verfassungsschutz etc., dass das dann natürlich verstärkt immer mehr bei uns halt dann in Angriff genommen wird, weil Deutschland kann zwar rüberwettern, beziehungsweise halt so Sachen wie mit dem Satellit, der ja eben in Deutschland ist, da können's viel machen, oder die ARD, die uns ja geklagt hat wegen dem Logo, das sind halt alles, ja, Angriffe von dort, aber wenn es dann, glaube ich, um die operative Umsetzung geht, gegen wirklich unseren Sender, gegen unseren Standort und so weiter, da wird es dann Österreich brauchen und da schauen wir da mal, ja, also die Com Austria, das ist das Einzige jetzt, aber sonst schauen wir mal, was da noch kommen wird, ja. Den Gedanken, den du gerade geäußert hast bezüglich des positiven Feedbacks und des negativen Feedbacks, das kann ich genau teilen, die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht, also ich war 2021 im Oktober in Südtirol für ein paar Tage auf Urlaub und ein uralter Weinbauer hat mich beim Spazierengehen erkannt und angesprochen. Also in Südtirol sogar. Wir sind in so ein Gespräch gekommen und als er dann meine Stimme erkannt hat, hat er dann plötzlich nachgefragt, ich kenne dich irgendwoher und bist du nicht der und der? Und dann sind wir draufgekommen. Und das war so eine herzhafte Begegnung, weil der das auch gar nicht fassen konnte, dass ich plötzlich vor ihm gestanden bin. Also diese Art von Begegnungen habe ich schon 100-mal erlebt, mindestens in allen möglichen Situationen, in der Sauna noch nicht, aber im Schwimmbad dafür, bin ich dann auch schon erkannt worden. Und noch niemals, so wie deine Erfahrung auch ist, hat mich irgendjemand blöd angequatscht. Noch gar nie. Und das sagt ja auch, da muss ich jetzt gerade nachdenken über das, was du gesagt hast. Das bedeutet, dass eigentlich viel mehr Menschen uns wahrnehmen und zwar positiv gestimmt, anstatt diejenigen, die uns wahrnehmen als rechts und falsch und blöd geframed. Und natürlich ist auch immer noch eine Hemmschwelle, jemanden dann blöd anzuquatschen, wie jemand positiv anzusprechen. Vielleicht sind wir schon von Leuten erkannt worden, aber denen war es dann doch nicht so wichtig genug, dann jetzt einen Streit vom Zaun zu brechen irgendwo und da in der Öffentlichkeit dann irgendwie eine große Debatte zu suchen. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Aber ich warte eigentlich nur darauf, bis irgendwann mal jemand vor mir steht und sagt, was du machst, ist ganz blöd. Ja, also. Ja, klar. Nein, aber das ist das, was ich meine. Also, es wird schon manche geben, die uns jetzt erkennen, die das jetzt nicht so gut finden aus der Masse, sage ich jetzt mal. Aber das sind eben keine Extremisten oder keine Gewalttäter oder keine, die uns irgendwie den Tod wünschen oder uns deportieren wollen oder sonst irgendwas, ja, sondern die denken sich halt, ja, teile ich jetzt die Meinung nicht, aber die sehen das jetzt nicht so emotional, und weil sie es nicht so emotional sehen, kommen sie eben nicht auf die Idee, dass dich jetzt da anlassen, blöd oder was, beim Einkaufen, sondern sie denken sich halt ihren Teil. Die, die es positiv sehen, die dann eben herkommen und Danke sagen mit uns zum Reden positiv anfangen, die sind halt, ich sag mal, Fan ist so ein blödes Wort, aber die schauen uns halt wirklich viel und die sind halt einfach begeistert von dem, was wir machen, und da ist halt die Emotionalisierung viel größer, wenn sie uns dann sehen und so, weil die sagen immer, ich sehe dich ständig im Fernsehen oder im Internet und es ist toll, dass du dann da stehst. Das ist halt einfach ganz eine andere
ja, emotionale Basis, sage ich mal. Aber was ich eben gemeint habe, ist, dass diese Extremen und diese bösartigen Linksextremisten, ja, die halt dann wirklich gewalttätig werden oder echt dich dann wirklich schubsen oder sonst was, dass das so gering ist. Und das sollte man sich trotzdem immer wieder einfach ins Bewusstsein rufen. Das ist eine kleine gestörte Minderheit, die halt einfach die Leute terrorisieren, die eine andere Meinung haben, aber man darf sich da nicht zu viel einschüchtern lassen, beziehungsweise glauben, dass das jetzt eine große Masse ist, weil jetzt bei diesen ganzen Demonstrationen schaut es ja fast so aus, als wären das ja, wäre das ja die Mehrheit. Ja. Viele von denen sind einfach Mitläufer, die glauben, sie tun jetzt etwas Gutes, weil sie halt gegen rechts demonstrieren, weil sie es halt so in der Schule gelernt haben oder sonst irgendwas. Aber die machen sich da, glaube ich, oder haben zu wenig Infos. Das ist ganz klar. In Deutschland soll es ja jetzt verschärfte Gesetze geben, auch zum Schutz von Mandatsträgern und so weiter und so fort oder Journalisten. Also alle, die halt quasi irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen oder angefeindet werden, die sollen jetzt besser geschützt werden. Der Witz dabei ist, dass es da natürlich ausschließlich um Grünen und CDU und SPD Politiker gibt, ja, weil Angriffe auf zum Beispiel AfD-Politiker oder auf freie Journalisten wie wir, sowas gibt es nicht. Und wenn es das gibt, dann ist das kein Thema, weil da trifft es ja die Richtigen, so nach dem Motto. Und das finde ich ein weiteres Zeugnis für diese Doppelmoral, die bei uns herrscht, dass quasi alles, was gut klingt und dein Recht irgendwie hochhält, immer nur für die eine Seite gilt. Und in Deutschland ist halt der Graben mittlerweile, zieht er sich ja durch die Mitte der Gesellschaft. Also wir haben es ja hier nicht im Kampf gegen rechts mit einem Kampf gegen eine extreme Minderheit zu tun, was zwar de facto der Fall ist, weil Neonazis sind nicht das größte Problem in Deutschland. Ja, es wird aber zum größten Problem gemacht, weil mittlerweile fast die Hälfte der Gesellschaft als Nazi geframed wird von der anderen Hälfte der Gesellschaft. Und das ist natürlich etwas verdammt Gefährliches. Ja, das erinnert schon an die Vorläufer eines kommenden Bürgerkrieges. Und wenn sich dann noch ein Bundespräsident hinstellt und die eine also jeden dritten Sachsen als Ratte bezeichnet. Ja, also diese Entmenschlichung, die dann quasi nochmal der letzte Schritt, bevor es dann gewalttätig wird, ist, das ist tatsächlich besorgniserregend. Aber ich bin trotzdem auch immer wieder erstaunt über die Zivilgesellschaft an sich, wie sie damit umgeht. Denn meiner Erfahrung ist es auch eher, dass der Großteil der Leute, die uns überhaupt kennen, ja, die mit unserem Gesicht was anzufangen wissen, unsere Arbeit absolut spitze findet und also nicht nur dankbar für die gute Unterhaltung ist, sondern schlichtweg dankbar für das, was wir machen. Weil es ist mir kürzlich auch mal wieder bewusst geworden, dass solche Dinge, die eigentlich die Aufgabe der GEZ-Medien werden, die mit Verträgen an Sendeaufträge gebunden sind, die Geld dafür bekommen, ja, zwangseingezogen, die müssen sich noch nicht mal Mühe dafür geben, die kriegen dieses Geld einfach so, dass Sender wie Auf1 oder eben auch Nuviso jetzt den Job dieser GEZ-Medien übernimmt. Ich nenne mal nur noch ein aktuelles Beispiel, dann bin ich fertig mit Quatschen. Wir hatten diese Woche eine Sendung aufgezeichnet, in der unter anderem Hans-Georg Maaßen zu Gast war. So, und es obliegt uns, ihn zur Werteunion zu befragen, was er sich denn vorstellt und so weiter und so fort, was unsere GEZ-Medien schlichtweg versäumen. Ja, da wird dann jetzt der oberste ehemalige Verfassungsschützer zum Staatsfeind Nummer 1 deklariert, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und damit natürlich schon mal, bevor die Partei überhaupt gegründet ist, ein Vorwand geschaffen wird, um sie gleich wieder zu verbieten und von vornherein kleinzureden. Ja. Und Sender wie eurer und unserer übernehmen jetzt plötzlich den Job der GEZ-Medien mit einem gewissen Neutralitätsanspruch, den wir zum Beispiel tatsächlich haben. Ja, ich finde, wir als Sender vertreten gar keine konkrete Agenda. Wir versuchen irgendwie immer in der Mitte zu bleiben, zumindest ist das unser Selbstverständnis. Nur der Mainstream rückt immer weiter nach rechts. Oder was heißt rechts? Von mir aus auch nach links. Er rückt in Richtung Faschistoid. Gibt ja auch Linksfaschismus, Rechtsfaschismus. Das sind ja nur politische Strömungen. Faschismus selber ist ja ein System. Ja? Und du kannst jeden dafür missbrauchen. Und auch die Opfer des Faschismus sind beliebig austauschbar.
Und das müssen wir verstehen, dass wir die Mechanismen aufhalten, die gar nicht an eine konkrete politische Strömung gebunden sein müssen. Ja, hier sehe ich die größte Gefahr. So, geht es dann einfach nur um systemkritisch. Es ist ja ganz egal, aus welcher Richtung das jetzt kommen würde. Sie framen es halt so, weil wir das eben, wie gesagt, alle so beigebracht bekommen haben und rechts ist einfach böse, ist Nazi, ist und das ist halt einfach das Böse und wir sind das Böse, egal in welche Richtung wir anders denken, selbst wenn wir noch so Sozialisten wären oder sonst irgendwas. Das ist ja einfach, das ist ja egal, aber das ist halt einfach ein sehr gutes Werk zum Framen. Und das ist aber das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, dass einfach viele gar nicht wissen, die haben ja unsere Sender noch nie gesehen, die da jetzt auf der Straße teilweise stehen und gegen rechts demonstrieren. Die kennen uns ja jetzt gar nicht wirklich oder beschäftigen sie mit dem nicht wirklich. Und das ist halt immer das, das kommt dann wahrscheinlich langsam auf, wenn dann wirklich große Angriffe passieren oder wenn dann wirklich wie du vorher skizziert hast, ja, dieses Entmenschlichen, was dann eigentlich nur die nächste Stufe der Gewalt sein kann oder das völlige Entrechten. Die Zivilgesellschaft da draußen, glaube ich nicht, dass die das toll findet, wenn sie sich ja jetzt dann Sendungen mal von uns anschaut und dann sich denkt, ja, und der ist jetzt, weiß ich nicht, ganz an die Spitze getrieben, am Hauptplatz aufgehängt worden. Ja. Also ich sage jetzt mal, ich treibe es jetzt ganz bewusst weit rauf, aber es muss wahrscheinlich noch einiges passieren, dass sich immer mehr dann trotzdem mit unserem Programm und mit dem, was wir tun, beschäftigen, dass sie merken, eigentlich ist das gar nicht so arg. Ja. Und das andere ist, man merkt halt jetzt durch diese Zuspitzung und dieses, alles soll verboten werden, alle sollen mundtot gemacht werden, vertrieben werden, was auch immer alles wir werden sollen, merkt man halt, wie ängstlich dass die Führungsriege ist, weil die sind jetzt in die Enge getrieben. Warum machen sie denn das sonst jetzt so arg? Ja? Die merken, ui, diese Strömung, die da kommt, ja, an AfD-Wählern, FPÖ-Wählern, was auch immer, an aufgewerften Menschen, Corona-Kritikern, wie es waren, Systemkritikern, die wird immer größer, immer ärger, immer mächtiger. Da müssen wir jetzt was dagegen tun. Die fühlen sich einfach in Bedrängnis und deshalb ziehen sie diese Karte des Rechtsextremismus zu extrem und Framen zu extrem. Nur eines dazu, sie können das nicht 100-mal machen. Sie machen das jetzt, aber sobald eben auch das aufgedeckt wurde in einem großen Ausmaß und die Leute sich hier dann nicht mehr so blenden lassen von diesem Kampfbegriff des Rechtsextremismus, ja, dann ist dieser Zauber, ja, oder diese Angstmacherei verpufft. Das können sie jetzt machen. Aber sobald das eben aufkommt, da, wer diese Personen, wer wir eigentlich sind, was wir machen, ja, dass es jetzt nicht das ist, was da jetzt von der Politik so verkauft wird und überhaupt nichts mit Extremismus zu tun hat, dann sind sie entzaubert und dann war es das mit dieser Karte. Aber darum setzen sie ja jetzt alles auf dieses Pferd, dass sie mit diesem Schlag einfach uns verbieten, besten können, mundtot machen, dass wir sie nicht mehr kritisieren können und die kritischen Leute auch keinen Anlaufpunkt mehr haben für kritische Informationen. Und so hoffen sie halt, dass es dann ausläuft und irgendwann können sie dann einfach unkritisiert, ungestört ihren Plan oder was auch immer weiterverfolgen. Ja. Das beste Beispiel dafür ist ja eigentlich das Interview von Tucker Carlson, das schon vor 2 oder 3 Tagen über 1 Milliarde Mal auf der Welt angeschaut worden ist. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 20 Podcasts gesehen, die alle dieses Interview nochmal bearbeitet haben, analysiert haben, darüber gesprochen haben. Also das wurde nicht nur originär so oft angeschaut, sondern auch in der weiteren Verbreitung ging das. Ich bin mir sicher, das sind bestimmt 1,5 Milliarden Menschen, die dieses Interview gesehen haben. Und das beste Beispiel dafür sind dann die Leute, die auf der Straße gefragt werden. Und was halten Sie von Tucker Carlson? Ja, ganz schlecht. Haben Sie es gesehen? Nein, habe ich nicht. Die Zeitung hat gesagt, ich soll es ignorieren, das ist unnötig, da gab es ein gewisses Framing von den Massenmedien und viele Menschen, die in dieser Blase der Massenmedien verhaftet sind, die gucken sich das gar nicht an. Das sehe ich auf jeden Fall. Aber den Gedanken, den du gerade aufgenommen hast, dass es für die immer schwieriger wird, das sehe ich an 2 Beispielen jetzt auch. Zum einen gab es den, heute ist Donnerstag, der 15., wenn wir aufzeichnen, und am gestrigen Mittwoch, dem 14. Februar, war Aschermittwoch. Im schwäbischen Biberach
wäre ein grüner Parteitag gewesen, der aber nicht stattfinden konnte, weil es außerhalb der Halle so einen großen Tumult gab, und zwar nicht von irgendwelchen rechten Demonstranten, sondern gut Bürger, also Bürger, Bauern, Leute von der Straße, aus dem Dorf haben sich dagegen gestellt. Da gab es also Blockaden der Zufahrtswege, es gab auch Gerangel, es gab gewisse Tränengaseinsätze der Polizei. Also es war ganz schön heftig, was da abging. Die Stimmung gegenüber den Grünen ist zu einem Kipppunkt gekommen, habe ich gemerkt. Und die mussten den Parteitag, denn eben haben sie gesagt, aus Sicherheitsgründen mussten die den absagen. Ich bin jetzt kein Fan von Gewalt, per se nicht, aber ich sehe, dass die Stimmung rauer wird. Und ich sehe auch, dass der Gegenwind, der, vor allem der Grünen, umso größer wird. Es ist wirklich bizarr. Es gibt einen aktuellen Auftritt von Stefan Aust in der Sendung von Sandra Maischberger. Und links und rechts von ihm saßen zwei, nicht abwertend gemeint, aber jetzt in dem Tenor passendes Wort, zwei Furien, zwei Damen, die aus dem grünen Spektrum heraus auf ihn eingeredet haben, warum CO2 ganz schlimm ist und dass das ein Lost Asset ist, weil alles, was jetzt in CO2 eingebracht wird an Technik, ist verloren, weil kein Mensch mehr geht. Und die Argumente, die Stefan ausgebracht hat, die sind im luftleeren Raum verhallt. Die Damen haben nichts davon wahrgenommen. Ja, Wissenschaft und hin und her. Also es ist ein Paradebeispiel dafür, wie Menschen in ihrem eigenen Kokon verhaftet bleiben und sogar jegliche Debatte komplett ablehnen, weil es diese religiöse Überzeugung bekommen hat. Also das ist mir ganz besonders aufgefallen. Das Video wird auch gerade ziemlich rumgeteilt, so nach dem Motto, ein alter weiser Mann hat denen die Show gestohlen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist einfach diese Zerrissenheit in dieser Gesellschaft und das Porträt, das in den Massenmedien davon gebracht wird, ist zu einseitig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele alternative Medien wie jetzt das, was wir machen, was ihr macht, Elsa, oder auch viele andere unserer Kollegen, warum das bei Menschen immer mehr verfängt. Warum immer mehr sagen, hey, die kommen durch Zufall drauf. Also ich kriege wöchentlich ein paar Mails, wo neue Zuschauer sich melden und sagen, hey, ich habe euch bei dem und dem Dings kennengelernt und jetzt habe ich plötzlich eine ganz andere Welt gefunden. Das ist ja unglaublich, ich hatte ja gar keine Ahnung, ich wusste das ja alles nicht. Oh mein Gott, die Kongresse, die ihr da macht, das ist ja der Wahnsinn, was da kommt. Ja? Und auf der anderen Seite sehen wir die verzweifelten Versuche der Massenmedien, Proteste in eine gewisse Weise zu framen. Aktuelles Beispiel auch, die Eröffnung der neuen Munitionsfabrik von Rheinmetall in Niedersachsen. Kanzler kommt an mit Verteidigungsminister und voller Entourage. Vor der Halle gibt es einen Bauernprotest. Großes Pfeifkonzert, Trillerpfeifen, Hupen, Bu, 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 verschwindet, wollt ihr nicht. Und plötzlich, ganz exemplarisch auch, taucht ein Mann auf mit einem Schild, kommt vor die Demonstranten hin, wird von der Polizei quasi vor das Absperrband geholt. Da steht dann drauf, ja, Waffen für Frieden oder wir brauchen mehr Waffen, Demokratie, also pro Munitionsfabrik. Der wird dann ganz prominent dahingestellt. Zufälligerweise kommt in dem Moment dann auch noch ein ZDF-Team und irgendwoher kommt dann ein Bauer, ein angeblicher Bauer, der für die Bauern spricht, dass hier dieser Protest, dass das richtig ist und dass wir das unterstützen. Also totales Framing. Ein Schild, ein Passant oder irgendeiner, der halt hier eine Stimme gegeben hat, und das soll dann dafür reichen, um diesen ZDF-Beitrag zu framen. Hier ist ein positiver Protest, das wird unterstützt. Ich habe leider jetzt den ZDF-Beitrag nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die das Material dann wirklich verwendet haben, weil das ist ziemlich durchgegangen durch die Medien, durch die alternativen Medien, dass das ein extremes Framing war. Die Menschen vor Ort haben das genau beobachtet. Die haben genau gesagt, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Den interviewt ihr jetzt? Was soll denn der mit dem Schild? Der hat hier nichts zu suchen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird für das herrschende System immer schwieriger, seine Doktrin, seine Meinung ins Volk hineinzupressen. Und das merken viele Leute. Viele Leute kaufen das auch nicht mehr. Deswegen bei all dieser Aufgeregtheit freue ich mich eigentlich wirklich jeden Tag, weil es immer absurder wird. Es wird immer grotesker. Und ich habe es in Frank vorhin schon mal gesagt, diesen Satz, wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können sie zwingen, immer krasser zu lügen. Und das verfängt halt einfach nicht mehr. Ja, das sehe ich, kann ich absolut bestätigen, dass es genau das ist, dass halt einfach durch diese Absurdität, durch diese panischen
Dummheiten, die sie da machen, ja, dass sie sich damit einfach selbst so viel entzaubern, dass der Normalbürger sich immer mehr denkt, okay, das ist ja, das, dem kannst du ja auch nicht mehr glauben. Also, dass der von selber, das ist auch das, was du vorher gesagt hast, ja, man kann keinen zwingen zu einer Diskussion, man kann keinen zwingen, dass er eine andere Meinung anhört. Und das ist auch wirklich schwer. Also die Fronten sind sowas von verhärtet und gerade wenn es da jetzt um so rechts-links geht und du kommst als angeblicher Rechter zu irgendwen, der eben hört dir null zu, da bist du ein Nazi und ein Verbrecher und aus, ja, brauchst dich nicht auf Diskussion einlassen. Aber die Leute müssen ja eben selber drauf kommen, das ist immer das Wichtige. Und so wie du vorher auch gesagt hast, Menschen, die sagen, ah, ich habe euch noch nie gesehen und plötzlich ist mir das jetzt untergekommen, dann habe ich mal genauer hingesehen und dann war ich begeistert. So muss es passieren, so passiert es ja auch bei uns ständig. Man kann es eben keinen aufzwingen, aber das passiert eben dadurch, dass der Mainstream und die Politik immer blöder agieren, immer plumper, ja, immer panischer, immer absurder. Dadurch treiben sie sie in unsere Hände. Pech gehabt, ja, aber das ist einfach, das sehe ich so und das kann ich wirklich auch unterstreichen, was du sagst. Ich freue mich auch darüber. Es muss so sein und es zeigt eben, wie viel Angst, dass sie haben vor eben den kritischen Medien, vor der anderen Seite, dass sie eben so werden. Das ist doch super, das ist doch auch ein Ritterschlag für uns und es muss sich zuspitzen, es geht nicht anders. Sonst ist es ja noch ewig ein Dahinsiechen. Viele haben ja geglaubt, ja, das hat jetzt alles erst seit Corona angefangen. Es hat nicht seit Corona angefangen, es ist schon so viel länger so, diese ganze Situation. Und das war halt vorher was so ein Dahinsiechen, ja, so ein langsames, immer mehr in diese Richtung gehen, in die wir ja jetzt gekommen sind. Nur jetzt ist ja diese Zuspitzung. Und darum meine ich vorher auch, diese Karte, die Sie jetzt, oder diese mehreren Karten, die Sie da jetzt ziehen, die können Sie nur noch einmal ziehen. Das ist jetzt die Spitze, ja, und da machen Sie ja jetzt halt einfach zu viel Fehler und da wird sie sich halt jetzt entscheiden, wie es weitergehen wird. Aber die Zuspitzung war wichtig und sie ist gut und sie wird noch mehr passieren. Man darf jetzt da keine Angst bekommen. Es passiert viel, auch bei uns. Da werden wir auch mit einigen Dingen rausgehen. Ja, das ist einfach, aber da darf man jetzt nicht die Nerven schmeißen. Es kann nicht anders kommen. Es muss so kommen und ja, hoffen dann einfach. Also einen Punkt dazu. Ich kriege ja auch mit, dass in dieser ganzen Panik und dieser Zuspitzung ja auch unsere Seite oder auch gewisse Leute aus der Seite oder auch eben, ja, sagen wir es jetzt mal so, dass die Nerven schmeißen. Und das ist das Blödste, was man jetzt machen kann. Ich verstehe es ja auch, ja, ich meine, bei diesem Druck und dieser Verfolgungsjagd, die da gemacht wird, dass man da Angst bekommt, aber das ist halt jetzt genau das, was sie ja natürlich bezwecken wollen. Und wenn man da jetzt sich auseinander dividieren lässt oder eben diese Distanziererei, wie sagt man, Distanziererei, ja, Distanzeritis, da jetzt plötzlich anfängt, also ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen, ich werde deinen Kontakt löschen, dass sie unsere Netzwerke nicht ausforschen und werde dich nur mehr irgendwie, werde dich kontaktieren, sobald ich dich brauche. Das ist so komisch, ihre Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist ja genau das, was ja jetzt die Gegenseite bezwecken will. Ja? Teile und herrsche, die Leute kriegen Angst, distanzieren sich voreinander, trauen sich nicht mehr spenden. Das ist vor allem auch eine Sache, was sie ja natürlich jetzt damit bezwecken wollen, dass sie die Spender offenlegen wollen und diese ganzen Sachen. Ja, Ich bin mir klar, dass es schwer ist, dass man da standhält, aber wenn man das jetzt nicht tut, dann damit gewinnen sie natürlich. Ja, können wir alles bestätigen. Aber oftmals wird uns ja auch vorgeworfen, wir würden es immer nur sozusagen auf die negativen Themen beschränken und als selber Panik verbreiten, um damit Geld zu machen. Das sind so dann diese Narrative der Gegenseite, die sich natürlich auch fragt, warum machen die das eigentlich? Ja, da wird dann immer unterstellt, es ginge um Geld und sonst irgendwas. Wer so ein bisschen Einblick in die Arbeit hat, in den Aufwand und bei dem, was dabei rumkommt, ja, ich habe mal so grob überschlagen, von einer Gage einer Frau Maischberger für eine einzige Sendung könnten wir eine hohe dreistellige Anzahl an Sendungen unsererseits produzieren. Hochkarätige Sendungen, ja, um das mal so grob ins Verhältnis zu rücken. Von daher ist der Vorwurf absoluter Quatsch.
Aber es geht ja auch um Lösungen in dieser Zeit. Und da möchte ich noch mal ganz kurz auf das Buch hinweisen, was es da auch seit Kurzem gibt. Ihr werdet noch ein Interview dazu führen, ausführlicher. Aber es sei ja an dieser Stelle gerne erwähnt, du hast mit Rüdiger Dahlke zusammen ein Buch geschrieben, Es kommt besser. Ja, 25 Schlüssel, die dein Leben und die Welt verändern werden. Das klingt ja sehr hoffnungsvoll. Wie schafft man das als bald dreifache Mutter, Moderatorin, jemand, der in der Öffentlichkeit steht, Anfeindungen auch ausgesetzt ist und so weiter, dann trotzdem noch so ein Buch zu verfassen, ja, mit einem Rüdiger Dahlke, um eine positive Zukunft zu verkünden? Ja, also wie schafft man das so in seiner Mitte zu bleiben, was ja offensichtlich notwendig dafür ist? Ja, weil ich wirklich, das dürfte mir in die Wiege gelegt worden sein, dass ich halt positiv denke, dass ich, weil sonst wäre ich ja jetzt schon längst verzweifelt. Also das ist ja, das muss, braucht man immer wieder, ja, dass man sich eben, wie ich vorher gemeint hatte, erden oder halt einfach positiv denken, ins Licht schauen, nicht in den Schatten. Ja. Und das mache ich viel und daraus schöpfe ich auch meine Kraft. Und mir war es einfach wichtig, dass, weil mich eben auch immer wirklich viele Leute fragen, wie schaffst du das, ja, wie kannst du diesen Spagat machen, wie kannst du daheim noch, wie kannst du da gut drauf sein oder keine Ahnung, also das, was wir ja anfangs geredet haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, es wäre einfach gut und wichtig, dass man da mal das in einem Buch formuliert, dass das auch andere besser schaffen und andere einfach ins Positive mehr kommen, ins Licht mehr kommen. Weil wenn sich da jeder von diesen Entwicklungen jetzt so runterziehen lässt und total resigniert und hoffnungslos ist, dann haben wir eben auch sowieso verloren. Wenn die Hoffnung verloren ist, haben wir alle verloren. Also das ist einfach so. Und das, was ich geschrieben habe, glaube ich aber auch und dahinter stehe ich auch. Und das sind auch meine Prinzipien, beziehungsweise die Rüdiger und ich halt eben gemeinsam für uns rausgearbeitet haben, also die wir beide unterschreiben können, nach denen wir beide leben und leben wollen. Und das gibt uns eben so eine enorme Kraft und das wollten wir halt einfach weitergeben, ja. Ich hätte jetzt sofort noch 10 andere Fragen zu diesem Thema, aber die stelle ich dir bei unserem nächsten Gespräch, wenn wir dann über dein Buch speziell sprechen. Aber nur ganz kurz, Tamanga, das quasi Zentrum, wie nennt man das, Heilzentrum, Therapiezentrum, Lebenszentrum von Rüdiger Dahlke. Was war dein Eindruck, als du damals zum ersten Mal dort warst? Weil ich war, vor ein paar Jahren war ich da mal für 3 Tage auf Dreh und das hat mich echt nachhaltig verändert. Ja, mich hat diese Zeit auch sehr verändert, muss ich sagen. Also diese Gespräche mit ihm, wir haben ja wirklich teilweise 16-Stunden-Tage gehabt, wo wir durchgesprochen haben und alles aufgenommen haben. Also es war wirklich sehr intensiv. Ich bin auch eine sehr lästige Journalistin, sage ich jetzt mal, und deshalb gewohnt, dass ich ganz viele Fragen stelle und immer weiter frage und immer mehr bohre und so, haben wir halt wirklich sehr angeregte Diskussionen geführt. Und das dauert. Aber das alleine hat mich verändert und dann natürlich dieses Anwesen dort. Also es war eine ganz eigene Energie. Ein Kraftort, ein unglaublicher Kraftort. Das merkt man schon, wenn man reinkommt, die Gebäude, die Anlagen, dann diese kleinen Teiche. Oder auch, warst du beim Waldbaden? Warst du in den Hängematten gelegen im Wald? Nein, habe ich, wie gesagt, 16-Stunden-Tage. Okay, ist ja, leider viel weniger privat. Ich hatte mir mein Mountainbike mitgenommen. Ich wollte dort ein bisschen in der Gegend herumfahren und vielleicht die Weinhügel erkunden und so, aber das war leider alles unmöglich. Ja. Aber dort war ich eben mehrere Tage auf dieser Anlage und das einfach alleine das, ohne dass ich mir jetzt Details angesehen habe, hat sehr gewirkt und war sehr, eine ganz eigene Aura dort. Und das Essen war exzellent, ich muss sagen. Ach, unglaublich. Ich würde gern auch so einen veganen Koch dort bei mir haben wie dort. Also was da alles auch möglich ist, wirklich auf vegan zuzubereiten und wie extrem gut das schmeckt, das schaffe ich selber nicht mal annähernd. Also das war toll. Und es war auch so, dass mich dort sehr viele Menschen gekannt haben und umarmt haben und bedankt haben. Und das war halt auch natürlich die Stimmung da noch viel besser.
Ich habe dann eh zu Rüdiger gesagt, scheinbar haben wir sehr viel Schnittmengen, was unsere Zuseher und Leser betreffen. Sehr gut, dass wir dann auch gemeinsam was machen. Ja. Also wer das noch nie gehört hat, Tamanga ist da das Stichwort. Das ist das Kultur- und Heilzentrum und Lebenszentrum von Rüdiger Dahlke. Das ist im Süden von Österreich. Es ist schon fast Slowenien, glaube ich. Ganz, also relativ weit weg von uns aus. Wie heißt der Ort genau, wo da in die, wo, damit man weiß, wo es ungefähr liegt? Also fast Grenze Ja, es ist, zum ist Dreiländereck da unten, ja, ganz, ganz weit. ja. Auf jeden Fall, ich habe es gerade kurz eingeblendet hier und dann kann ich einfach nur mal sagen, wer ein paar wirklich tolle Tage in einem unglaublichen Energiefeld verbringen möchte, der soll zum Waldbaden nach Tamangar gehen. Da gibt es einen kleinen Hügel mit einem Wald und da hängen 20 Hängematten drin. Gibt es auch ein Schild, wirklich so Waldbaden. Man muss sich einfach da mal eine Stunde in diese Hängematte legen und nur diesen Wald wahrnehmen, das Rauschen der Blätter, die Vögel, diese ganze Gegend da. Denn man sieht den Biogarten da unten, wo alles angelegt ist. Aber ich muss jetzt aufhören, darüber zu sprechen, weil ich war damals auf Dreh mit einer Schwerbehindertengruppe, die haben Delfintraining gemacht, ohne Delfine. Die haben den Klang der Delfine über so Schall auf, ich weiß nicht, wie man das nennt, das waren so Sensoren, Schallkörper, die die MP3-Datei übertragen haben. Und das wurde dann in diesem warmen Wasser, wurden diese behinderten Kinder quasi mit diesen Schallfrequenzen beaufschlagt, mit Massagen und Therapie und Essen und so weiter. Also wirklich schwerstbehinderte Kinder. Und das hat mich nachhaltig verändert. Zum einen natürlich der Kontakt, was das bedeutet, wenn man diese Kinder durchs Leben begleiten muss oder darf. Und dann natürlich aber auch, was der Ort auf die gemacht hat. Man geht einfach als anderer Mensch von da unten weg. Deswegen war das für mich auch damals so eine eindrückliche Erfahrung. Aber jetzt möchte ich damit aufhören. Sonst höre ich gar nicht mehr auf, davon zu reden. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich vorhin gerade anbringen wollte. Und zwar, ich glaube, das war in dem Gespräch, das die Silke Schröder bei der letzten Ruderboot-Sendung gemacht hat. Ich habe vorhin die Gelegenheit gehabt, ein bisschen reinzugucken. Kann es kaum erwarten, das richtig anzuschauen. Und die Silke Schröder hat einen Punkt geprägt oder auf die Frage von Julia hin, ja, so nach dem Motto konservativ. Was ist denn konservativ heute eigentlich? Bezeichnet sie sich selbst als konservativ, die Silke Schröder. Und die hat dann gesagt, zum einen ist es schon mal sehr interessant zu sehen, wie die Begriffsdefinition bei Wikipedia von konservativ sich verändert hat. Früher stand da werteerhaltend, heute steht bei konservativ rückwärtsgewandt. Also ist schon mal etwas, dass da hier dieser Begriff schon mal in eine andere Richtung gepackt worden ist. Und sie selber hat von sich behauptet, dass sie konservativ ist, weil, und das glaubt sie auch, dass das jeder ist, der seine Heimat, sein Land, seine Sprache und seine Gesellschaft auch schätzt und liebt. Also ich bezeichne mich selber als konservativ, weil ich in einem Land leben möchte, wo nicht überall Schmutz rumliegt, wo nicht alles mit Graffiti verschmiert ist, wo die Dinge funktionieren, wo man sich an Recht und Ordnung hält. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Tucker Carlson hat vor wenigen Tagen nochmal einen Auftritt gehabt und zwar wurde er eingeladen zum World Government Summit in Saudi-Arabien, wo sich auch sehr viele Vertreter von Wirtschaft und Politik getroffen haben. Ich glaube, sogar Klaus Schwab war anwesend. Und er wurde von dem Moderator in einem halbstündigen Gespräch auf der Bühne interviewt, der Tucker Carlson. Und er hat dann eben über seine Rolle als Interviewer gesprochen. Natürlich ging es um das Putin-Interview, aber er hat über Moskau gesprochen. Und Tucker Carlson hat gesagt, er war zum ersten Mal in Moskau und sowas hat er noch nie gesehen. Die Stadt ist sauber, die Stadt ist sicher, die Stadt ist funktional. Er kennt es nicht von amerikanischen Städten. Es gibt in ganz Amerika keine einzige Stadt mehr. Sie hatten sie mal, 50er Jahre, 60er Jahre, San Francisco, Kalifornien, was weiß ich. Das ist alles passé. Es gibt keine Stadt, die mit Moskau herhalten kann. Und er lobt jetzt nicht Putin und Moskau und Russland an sich, sondern es ging um den Werteerhalt. Thema Konservatismus. Warum kann man in Moskau in eine U-Bahn gehen, die ausschaut wie ein Opernpalast fast, und in New York kann man sie nicht benutzen, weil es viel zu gefährlich ist? Also sprich ein Plädoyer für den Konservatismus und das wird in unserer Gesellschaft heutzutage als links geframed, als rückwärts gewandt, ja, und damit natürlich als Als negativ. rechts gefreit. Rechts, genau. Wer konservativ ist, ist automatisch Nazi und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier gibt es so gut wie keine Graffitis. Wenn ich in Leipzig Südvorstadt gehe, gibt es keinen Hauseingang ohne Graffitis und keine schönen
Malereien mit entsprechenden Motiven, sondern hässliche Tags, hässliche Schmierereien. Und das ist dann dieses Broken-Window-Syndrom. Wenn es einer anfängt und keiner wegmacht, dann wird es immer weitergemacht. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gerne konservativ und je älter ich werde, merke ich auch, wie viel ich von diesem Lebensstil abgewinnen kann im Vergleich zu anderen Lebensentwürfen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Konservativ ist eben immer so eine, es bezieht sich ja auf eine Zeit. Das heißt ja, es kommt ja vom Konservieren, ja. Also das hat einfach etwas, was mal war, wir gerne wieder hätten oder so behalten würden. Jetzt ist immer die Frage, was war und wann war es? Ja, also das ist immer, ich finde diesen Begriff konservativ sehr schwierig, weil es eben bezugnehmend ist auf etwas. Und so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, diese Gesellschaft oder diese Werte, die du dir vorstellst, die waren, du hast von den 50er Jahren jetzt gesprochen zum Beispiel, die waren halt einfach irgendwann mal so, oder wie eine Familie gelebt wird, oder wie man sich vorstellt, eben wie etwas sauber gehalten wird, oder wie man sich vorstellt, wie eine Arbeit zu funktionieren hat oder so. Das war halt irgendwann mal so. Ja, also das ist eigentlich meine Momentaufnahme, sage ich. Wir alle haben wahrscheinlich so ein bisschen eine ähnliche Vorstellung jetzt gerade von konservativ, aber ich möchte eigentlich so gerade in dieser schnelllebigen Zeit nicht wissen, was in 30 Jahren konservativ ist. Ja, da sind unsere Vorstellungen dann Steinzeit und das ist jetzt, in 30 Jahren ist es vielleicht konservativ, dass es 5 Geschlechter gibt oder so. Ja, keine Ahnung. Da gibt dann halt schon 20, das meine ich damit. Also das lebt halt so ein bisschen mit dieser Entwicklung. Aber ja, also wenn man jetzt diese Definition oder diese Vorstellung, die wir jetzt haben, oder wo wir uns alle vielleicht ein bisschen ähnliche Vorstellungen machen von konservativ und was diese Welt sein soll, die wir da konservieren und gerne halten möchten, da kann ich es auch nur unterschreiben, dass ich bin. Ja. Also es wird ja zum Beispiel, gerade wenn es so um Frauen geht oder um Familienthemen, wird das ja eben auch sehr gerne als rückwärtsgewandt bezeichnet, wenn man konservativ ist und Frauen hinter den Herd, wir kennen das alle ja. Das wäre jetzt lächerlich, ja, wenn man mir das zuschreiben würde, dass ich das will, weil man sieht mich ja, wie meine Einstellung ist. Und ich bin aber trotzdem konservativ und das finde ich halt immer, wird aber dadurch eben gleich so in eine Ecke gestellt, ja, wenn man halt denkt, dass zum Beispiel, also meine Art von konservativ, was die Familie betrifft, ist halt, dass es einfach Mann, Frau und Kind ist, ja. Ganz schlimm, ich weiß, das darf man heutzutage nicht mehr sagen, ja, dass das Mann und Frau sein soll. Aber ja, das ist eben das, was ich meine. Das ist jetzt, früher war das selbstverständlich. Das war ja, glaube ich, nicht mal konservativ. Es war einfach so. Heute ist man rückwärtsgewandt und konservativ, wenn man das halt sagt. Aber eben gleich da mit diesem Beigeschmack von eben rückwärtsgewandt und ja genau, jetzt darf die Frau nicht mehr arbeiten und man ist eben nicht emanzipiert, man ist unfrei als Frau, wenn man konservativ ist und das ist ja einfach unglaublich lächerlich. Aber das sind eben alles so diese Begriffsdefinitionen, die halt, egal wer halt gerade den Begriff verwendet, immer verschiedene Beigeschmäcker eben dann hat. Ja. Jeder gibt halt dem Ganzen einen anderen Drall und jeder hat eine gewisse andere Vorstellung, was das jetzt eigentlich heißt. Aber ich würde auch sagen, ich positiv gesehen bin ich konservativ. Ich will, dass die Städte sauber sind. Ich will, dass die Familien gefördert werden, dass es eben normale Familien sind. Und das, weiß nicht, was fällt noch darunter? Ja, dass man auch in Schulen gelehrt bekommt, dass man diszipliniert ist und durchhält und auch man stillhält, ja. Ganz böse, ich weiß eh, ich bin für Regeln und ich bin für Regeln in der Gesellschaft und ich bin nicht dafür, dass jeder einfach alles die ganze Zeit tun kann, was er will, ja. Das ist halt so, das ist meine Vorstellung von einer Welt und es ist wahrscheinlich erzkonservativ. Ja, ja, ich finde den Konservatismusbegriff auch überhaupt nicht negativ behaftet. Ich würde mich selber auch als diesen bezeichnen, obwohl ich durchaus auch progressiv denken kann. Vielleicht kann man es besser verstehen, wenn man es tatsächlich noch mit dem Gegenteil vergleicht, weil es gibt gar kein Gegenteil in dem Sinne zu Konservatismus. Am besten trifft es vielleicht noch irgendwie das Progressive. Das Konservative will halt erhalten, auf dem bestenfalls aufbauen, was bereits da ist, ja, was auch irgendwo noch unsere Ahnen ehrt in gewisser Weise. Ja, das
Progressive, das will einfach permanent was Neues, Fortschritt, koste es, was es wolle. Hauptsache irgendwie, wir kommen zum Mars und haben einen totalen globalen Überwachungsstaat, weil das wäre ja mal was Neues, so nach dem Motto. Da wird überhaupt nicht drauf geachtet, auf das, was bereits da ist, sondern das, was da ist, wird mehr oder weniger schlecht gemacht, rückwärtsgewandt. Ja, alles, was in der Vergangenheit liegt, war schlecht und muss verbessert werden, modernisiert werden. Die Oma ist eine Umweltsau, so nach dem Motto, ja, das ist diese Denkrichtung, die letzte Generation gebiert sich jetzt als Opfer der vorangegangenen Generationen, obwohl sie selber die größten Umweltsünder sind. Also das ist für mich eher tatsächlich so ein zwei politische Strömungen, derer, die eben Politik machen, um die Werte zu erhalten, und die anderen, die denken halt eher, nee, wir brauchen jetzt ganz schnell Fortschritt und es muss alles ganz schnell entwickelt werden, damit wir uns als Menschheit irgendwie voranbewegen und so weiter. Das sind halt, ich denke, zwei legitime Denkrichtungen an sich, nur die stehen sich halt gegenseitig extrem im Weg und sind letztlich meiner Meinung nach sogar auch Kern aller Kriege, ja, weil die wollen immer was Neues und die anderen, die wollen bewahren. Ja, so dieses Angriff-Verteidiger-Prinzip. Und das ist es leider, was der Westen eben macht. Hier hat halt eine politische Strömung die Macht übernommen, die jeglichen Konservatismus nicht als politische Gegner betrachtet, sondern als politischen Feind und bekämpft. Und das ist ein Denkmodell, wo eigentlich nur Krieg herrscht. Ne? Krieg im Geopolitischen, Krieg gegen das Klima, Krieg gegen Meinung, Krieg gegen Konservatismus, ja? Krieg gegen jeden, der die Familie gut findet, der sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Ja? Dafür wird man in Deutschland mittlerweile als Fußballverein abgestraft, wenn die eigenen Fans per Banner in der Fankurve einfach nur den Spruch, es gibt nur zwei Geschlechter, haben. Ja, da musste Bayer Leverkusen 18.000 Euro Strafe zahlen für diese politische Unkorrektheit, ja, obwohl es faktisch ja richtig ist. Aber selbst das wird ja in Universitäten mittlerweile ernsthaft in Frage gestellt, dass es, ich weiß nicht, ob wir jetzt bei 57 oder 59 Geschlechtern mittlerweile angekommen sind, aber wenn man mal... Habe ich vorher irgendeine Zahl genannt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist auch der absolute Wahnsinn, weil nach Umfragen mehr als 98% aller Befragten das für völlig gaga halten und niemand, aber wirklich niemand irgendwie seine Minderheitenrechte dadurch irgendwie gestärkt sieht, denn wir haben Minderheitenrechte. Wir haben Antidiskriminierungsgesetze. Niemand darf aufgrund von irgendwas, Hautfarbe, Religion, Meinung etc. pp. Diskriminiert oder auch diffamiert werden. Ja, aber das erleben wir 100.000-fach täglich in Deutschland. Nämlich jeder, der eine andere Meinung hat, wird diffamiert und diskriminiert und ausgeschlossen und soll demnächst verboten werden, zensiert werden und sogar noch mit einem Ein- und Ausreiseverbot belegt werden. Und die kommen nicht auf die Idee, dass das eigentlich genau das ist, wovor sie Angst haben, wenn die AfD an der Regierung ist. Ja, die machen das selbst, die machen das alles schon. Ja. Und dann regen die sich darüber auf, dass der Höcke ankündigt, einen Medienstaatsvertrag kündigen zu wollen. Zumindest legen sie ihm das in den Mund. Ja. Und diesen Medien, die das kritisieren, denen ist selber gar nicht bewusst, was das Problem damit ist. Und dass sie selber willfährige Erfüllungsgehilfen eines Medienstaatsvertrages sind, die überhaupt nichts mehr mit Neutralität zu tun hat. Ja, also so sehe ich dieses Links-Rechts-Ding, um das nochmal runterzufassen, das Konservative, die einen wollen einfach die Werte behalten, die anderen wollen ganz schnell modernisieren und so weiter. Und dadurch, dass die Zeit immer schnelllebiger wird und dieser technologische Fortschritt, das Progressive, auch immer schneller vonstatten geht, wo unser menschlicher Geist einfach nicht mehr mithalten kann, deswegen brauchen wir jetzt KI, ja, da ist mir doch das Konservative äußerst, fühlt sich wesentlich richtiger an, auch für meine Kinder. Ja. Ich will die nicht in eine ungewisse Zukunft setzen, wo ich selber gar nicht die Kontrolle habe und weiß, was die erwartet in der Zukunft, welcher Irrsinn. Ja. Da bewahre ich doch lieber das, was ich kenne und vor allen Dingen das, was auch funktioniert und was vor allen Dingen auch auf Herzenergie und Liebe und Gefühlen beruht und nicht auf einem völlig technokratisierten Wahnsinn. Aber das, was du vorher gesagt hast, ja, es ist erzkonservativ, wenn man heutzutage sagt, dass es zwei Geschlechter gibt. Das ist das genau das, was ich vorher gemeint habe, mit Änderung oder mit Bezug nehmend. Konservativ ist immer Bezug nehmend auf eine gewisse Zeit oder Status quo. Das hätte dich vor 20, 30, keine Ahnung,
oder 50 Jahren jeder ausgelacht, wenn du sagst, das ist jetzt aber konservativ, dass du zwei Geschlechter bist. Es war einfach so, war normal, es war überhaupt keine Frage. Und das ist halt heutzutage, eben, das ist immer so Definitionssache. Heutzutage ist man erzkonservativ und rechts und weiß nicht was, wenn man das sagt. Und das andere mit progressiv, konservativ, diese Spaltung, das finde ich ja gerade so problematisch. Das ist aber wirklich, da sind beide, da wollen sich beide Seiten irgendwo in eine gewisse Richtung immer definieren. Darum mag ich das auch nicht, dass man sich so jetzt definiert als konservativ oder sonst irgendwas, weil das ist ja gerade das Problem. Beide Seiten definieren sich als konservativ, progressiv. Der eine darf nur das sein, der andere darf nur das sein. Ich finde es teilweise total lächerlich, was die Konservativen fordern und wie sie so reden, weil man richtig merkt, wie sie krampfhaft an diesem konservativen Bild festhalten wollen, obwohl es eigentlich nicht mehr teilweise zeitgemäß ist. Mhm. Und auf der anderen Seite die Progressivisten, die halt einfach nur den Fortschritt wollen und nur das Alte schlecht machen wollen, weil es halt sozusagen ihre Rolle ist, dass sie das machen. Und da müssen sie dann alles in Frage stellen und selbst die selbstverständlichsten Dinge, biologischen Dinge. Was auch ja, genau. Also das ist, aber ja, das ist das Problem, dass wir da diese Spaltung haben und da habe auch ich oft mein Problem, gerade eben, wenn es dann so um Themen wie Frauen oder Familie oder so weiter geht, wo ich sage, da bin ich konservativ progressivistisch, ja, da finde ich, dass gewisse Dinge gut waren, die waren und gewisse Dinge nicht gut waren, die waren und die gehören geändert, die gehören aber an eine neue Zeit angepasst. Ich finde aber diesen Schwachsinn von wegen, ja, jetzt sind wir alle kinderlos glücklich und weiß nicht was, finde ich ja genauso scheiße, ja, das ist eben diese Progressivisten denke, aber dieses Dazwischen, das gibt es oft nicht und das wäre ja eigentlich der vernünftige Weg, dass man sagt, Dinge erhalten, die gut waren, Dinge verbessern, die nicht gut waren und einen neuen Weg zu finden, der jetzt in diese Zeit passt, der jetzt, der einfach in eine freie Gesellschaft passt, zu freien Menschen und Individuen passt, da ist weder das eine noch das andere, weil die einen wollen uns digital einsperren und die anderen haben uns früher so eingesperrt, was auch immer, das passt einfach. Wir müssen da neue Wege finden und solange wir da uns in diese Seiten, in diese Fronten da verhärten lassen und da selber auch reindrücken, solange kann da kein dritter guter Zwischenweg gefunden werden und funktionieren. Ja, das ist halt das Schade. Also progressiver Konvers, jetzt kriege ich das Wort nicht mehr. Ja, hat er auch meine Schwierigkeiten. Konservatismus. Progressiver Konservatismus finde ich ja ziemlich gut. Ich finde es gut, dass die Schweiz 1971 dann doch schon das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Ich finde es gut, dass Frauen selbst bestimmen können, was sie wollen, wie sie es machen wollen. Ich finde diese ganzen Entwicklungen natürlich toll und natürlich will ich auch, dass eine Welt sich weiterentwickelt. Ich möchte halt einfach nur, dass die Welt sich nicht in einen kollektiven Wahnsinn weiter hineinbegebt, wie zum Beispiel Menstruationsprodukte an der Uni in Düsseldorf auf Männertoiletten, weißt du? Oder hier zum Beispiel ganz große aktuelle Aufregung, Faschingskarneval in Spanien, wo kleine Mädchen, wirklich die kleinste ist keine 5 Jahre alt, mit aufreizender Sexkleidung rumlaufen, mit Strapsen und so weiter und Regenbogenfahne und also das geht einfach nicht und das soll heutzutage vollkommen normal werden von diesen progressiven Kräften, die eben so alten Rollenmodelle einfach per se ablehnen. In meinen Augen ist es eine vollkommene Fehlentwicklung, was wir da sehen und das ist natürlich ein extremes Beispiel, da das kleine Mädchen, das da im Bild ist, die ist noch keine 5 Jahre alt oder so oder Vorschulalter wahrscheinlich, ja. Das geht nicht, obwohl ich sehr froh bin, dass wir eine progressive Entwicklung durchlebt haben, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sich jeder mehr oder weniger selbst gestalten darf. Aber wenn das von Staats wegen, von oben oktroyiert wird, man sagt eigentlich immer aufoktroyiert, aber korrekt ist es oktroyiert, weil das ja schon das Auf in sich behält, bin ich auch neulich belehrt worden. Wir haben schlaue Zuschauer, weißt du, da guckt jeder genau hin und hört genau zu. Man muss genau aufpassen. Ja. Wenn der Staat es einem draufdrückt, so hast du zu leben und gar nicht anders. Und alles, was anders ist wie das, was wir wollen, ist per se schlecht, rechts, Nazi oder so. Dann gehen bei mir die Alarmglocken los. Und ich glaube, bei vielen, vielen Menschen im Land werden immer mehr Scheuklappen hochgehen oder Alarmglocken hochgehen. So nach Motto, im Moment mal, das kaufe ich langsam nicht mehr. Da läuft ja einiges schief. Die Wahlen, die nächsten Wahlen werden sehr überraschend werden. Da bin ich echt gespannt. Ja, die Entwicklung bis dahin sowieso. Mhm. Aber das, was du jetzt gesagt hast, von wegen, weil es hat jetzt so geklungen, vielleicht meinst du es eh anders, aber dass jetzt die
diese progressiven Mächte das alles halt einfach in Frage stellen wollen und sozusagen eine komplett grenzenlose, offene Gesellschaft schaffen wollen. Das klingt ja fast ein bisschen positiv. Ja. Also so verkaufen sie es ja dann auch, dass sie halt sagen, eben genau, es muss jeder frei sein, es muss jeder alles tun können, alles sein können, was er ist, sich abstreifen von den Fesseln der Vergangenheit und so. So wird es ja verkauft. Ja. Das ist ja aber eben meiner Meinung nach halt einfach nur ein Gag, weil ich bin, gut, dann bin ich halt super Verschwörungstheoretiker, aber meiner Meinung ist der Zweck hinter diesem Ganzen völlige Zerstörung, ja, also weil damit zerstörst du Völker, indem du jegliche Grenzen aufhebst, indem du jegliche Wurzeln aufhebst, jegliche Individualität oder was auch immer, indem alle gleich gemacht werden, indem eben da keine Grenzen der Perversion auch mehr existieren, so wie du das Video jetzt gezeigt hast. Alles darf gezeigt werden, alles darf getan werden. Ich habe da mal auf der Uni mit einer Professorin, einer Gender-Professorin, unglaublich gestritten, weil sie gemeint hat, ich sage, dass das gestört ist, wenn man verschiedene Richtungen verfolgt, wie zum Beispiel Sodomie und sonst irgendwas, sage ich, ja, natürlich ist das gestört. Also was, da kann man ja gar nichts anderes zu sagen, ja. Und da ist ja wirklich in diesen Texten so Pädophilie, Sodomie, alles Mögliche gegangen und sie hat das wirklich so vertreten, dass das eigentlich normal sein sollte, weil es sollte jeden freistehen, was er für eine Sexualität hat. Und das hat mich, also ich bin in einem Schreiduell, hat das Ganze geendet mit ihr. Also das war extrem, weil es mir das so emotionalisiert und mir das ist so verrückt. Da ist darum gegangen, dass früher ein Brauch war, dass Erzieher, Nonnen, was auch immer, Kinder masturbieren zum Einschlafen. Das hatten wir als Studientext zum Lesen. Ja, ich will es ja nur sagen. Es ist wirklich, ich hat mich fast angekotzt, wirklich, wie das Lesen. Ich war so verstört. Aber das war jetzt schon vor 10 Jahren, noch länger, keine Ahnung, wann das war. Ja, da war das schon so. Aber da ist das schon so gewesen in dieses Offene, ja, jeder darf alles sein, jeder darf alles machen und. Aber das ist meiner Meinung nach eben wirklich, das ist der Vorwand, dass das jetzt gut ist, weil wir alle befreit werden und weil es da keine bösen Nazis mehr gibt oder Rechtsextreme, die uns da jetzt irgendwie was habe ich vorher gelesen, eine Monokultur wollen und weiß nicht was, sondern wir sollen dann frei und bunt und keine Ahnung. Das wird halt einfach dann so benutzt, aber in Wirklichkeit ist es ein völliges Zerstörungsprogramm einer Gesellschaft. Also das muss ich wirklich festhalten, es klingt halt wie ein Verschwörungstheoretiker, da mag jeder anders denken, aber so, wenn du die Leute so kaputt machst und wenn wir rausschauen, dann ist ja so viel schon kaputt, das Video zeigt ja, das spricht ja Bände, wie kaputt unsere Welt schon ist, dann kannst du sie einfach auch leicht lenken, dann sind die einfach wie ein Roboter, wie ein seelenloser Wanderer, ja, wie ein Zombie, die du dann, mit denen du einfach machen kannst, was du willst. Das ist, glaube ich, so dieser Endzweck dieser Zerstörungsmaschinerie unter dem Deckmantel des Progressivismus und des wir es wollen alle befreien und alle besser machen. Also ja, ein kurz emotionales Statement. Das geht jetzt gesagt. Finde ich großartig. Könnt ihr dir stundenlang zuhören? Und ich glaube, das geht vielen unseren Zuschauern auch so. Eine Stimme der Vernunft in einer Zeit der Unvernunft. Ja, also wirklich. Elsa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für uns heute. Frank, du noch eine letzte Bemerkung, eine letzte Frage? Ja, also von mir auch vielen Dank. Und vielleicht nochmal der Hinweis auf das bald folgende Interview zu dem Buch. Was ihr beide führt, das kündigen wir dann zeitnah an, sobald das im Kasten ist. Und ja, von mir auch vielen Dank für die Einblicke auch in deine Arbeit und weiterhin viel Erfolg. Und ich denke, unsere Wege werden sich mal wieder kreuzen. Ja, bin ich überzeugt. Ja, sehr schön. Ja, danke für das sehr spannende Gespräch. Ja, danke. Und vor allem dir für die nächsten Wochen natürlich alles Gute und für den Landeanflug des neuen Erdenbürgers dann alles, alles Gute für die nahe Zukunft, Dirk. Ja, viel Glück. Danke, danke. Tschüss. Euch auch alles Gute, auch wenn kein Kind kommt. Danke. Danke. Don't hide your love. Just send it on my way. Yeah.
If we try, I know dreams won't get away. Yeah, we are here, flesh and bone, but act like our hands have been tied. How come? Gotta say, we all know we've wasted enough of this life. Our time has come, our time has come. Don't hide it away. Ja, und dann begrüßen wir jetzt nach diesem kraftvollen Song Sam Moser. Schön, dass du bei uns bist. Hallo zusammen. Freut mich. Grüezi wohl, Sam. Grüezi. Geht's gut? Ja, und euch? Super. Ja, Sam, wir hatten ja im August das Vergnügen, wir durften diesen Song ja schon auf dem Sommerfest bei uns hören. Jetzt gab es ein tolles Video dazu. Mhm. Gleich mal die erste Frage nach der Resonanz, weil ich frage das deswegen. Der Song ist ja top. Du schreibst deine Lieder selber, du machst die Musik selber, du spielst sie selber ein, du kümmerst dich um die Produktion eines Musikvideos, die dir im Übrigen auch immer sehr gelingen. Warum um alles in der Welt bist du bei Nuviso und nicht bei Top of the Pops oder sonst irgendwas? Ja? Ich glaube, das liegt an meiner kritischen Einstellung. Ja, und, aber ich meine, die Agenturen vergeben sich ja mit dir ganz offensichtlich was. Ja, bei dir stimmt ja alles, das Gesamtpaket, wie man so schön sagt. Ist aber erstaunlich, dass das, würde mich interessieren bei dir, weil bei dir, du bist tatsächlich so ein Künstler, wo es mich doch arg wundert, warum da keine große Agentur schon längst gesagt hat, oh,
ein Rohdiamant, wie man so schön sagt, ja, den man da unter Vertrag nimmt. Ja? Wieso passiert das bei dir nicht? Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Gibt es da Neuigkeiten? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich denke, heutzutage ist das irgendwie alles wie das anders. Die brauchen nicht mehr viel Musiker mit Talent. Die brauchen irgendwie jemanden, wo sie formen können und wo man sagt, du singst jetzt dies, du singst jetzt das. Und dann ist das gut, oder? Ich denke, die Musikindustrie ist schon lange infiltriert und die wollen keine Musiker mit eigener Meinung mehr. Also vor allem, das wissen wir ja, dass es viel gesteuert ist. Und wenn dann noch einer wie ich kommt, wo die Schnauze aufmacht, dann wird es schwierig, oder, an die kommerziellen Labels ranzukommen oder jemand, wo sagt, hey, da buttern wir jetzt ein bisschen Geld rein und investieren da was. Das wird sehr schwierig. Da hatte ich schon mit meiner ersten Rockband, also wo wir ja viel gespielt haben, auch großen Festivals, wo wir auch in Deutschland auf Tour waren mit Nazareth oder eben Subway to Sally. Ich hatte immer schon kritische Texte dort schon geschrieben gegen Krieg und dies und das. Und das ist immer nicht gut angekommen bei den Labels. Die wollten immer irgendwelche Love-Songs und so Zeugs halt, was ich halt weniger geschrieben habe, so, ja. Schön runterducken, auch in der Business, auch im Musikbusiness, ja. Sich wegducken, nicht politisch aktiv werden, keine Angriffsfläche bieten, nur nicht auffallen. Lasst uns Geld machen, lasst uns auf Tour gehen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber hey, als Vorgruppe von Nazareth, Respekt, ne? Ja, das war noch Zeiten. Aber dennoch hast du es ja ohne Agentur und nennenswerte Hilfe ganz alleine, ich glaube, über Spotify-Aufrufe letztlich geschafft, ist ja trotzdem, war das Platz 1 in den Schweizer Charts mit deinem Song? Das Maß ist voll war iTunes-Charts, ja, das war ich eine Woche lang auf Platz 1, ja, genau. Und das aber ohne den Mainstream-Betrieb, sondern über Spotify-Aufrufe, oder wie schafft man das? Downloads, ja. Also nicht Spotify-Charts, es waren iTunes-Charts, es geht über die Downloads. Okay, okay. Ja, also das zeigt ja, dass du da absolut einen Nerv der Zeit damals getroffen hast. Super, super toller Song. Ich weiß nicht, ob der überhaupt in den deutschen Charts irgendwie, ob der da auch Berücksichtigung fand. Aber hier ging er natürlich auch rum, auf jeder Demo war er zu hören. Ja, super, super tolle Sache. Sam, wir hatten jetzt gerade schon mit der Elsa aus Österreich gesprochen, über den Wahnsinn in Österreich. Wie sieht es denn aus in der Schweiz? Schweiz gilt ja immer noch so irgendwie so als Bastion außerhalb der EU, wo irgendwie noch die Vernunft hochgehalten wird. Ist das am Bröckeln oder haltet ihr Stand? Ja, also die Vernunft in der Politik, finde ich, gibt es hier auch nicht. Also die haben ja unsere Neutralität auch schon verkauft. Aber ich denke, die schwimmen mit Europa. Also sie wollen ja auch immer wieder sich annähern mit der NATO und all das Zeug. Und das Volk ist definitiv dagegen, aber die Politik machen ja, was sie wollen eigentlich, oder? Das wissen wir ja. Aber wie kann das sein? Die Schweiz ist doch auch eine Demokratie. Ja, ihr habt doch eure Interessenvertreter gewählt. Also muss ja die Mehrheit dafür sein, oder was? Und das Ganze stimmt bei euch nicht. Das ganze Wahlsystem, und das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz, weil wir mit den Covid-Abstimmungen da wurde massiv gefälscht, denke ich. Also wenn man so rumgefragt hat, zum Beispiel, wer jetzt da alles Nein gestimmt hat, also ich kannte jetzt niemanden, wo da Ja gestimmt hat, oder? Also von dem her, trotzdem haben wir dann die Abstimmung zweimal verloren. Und ich glaube da, und das ganze Abstimmung, ich glaube nicht mehr so an das. Und wenn man jetzt zum Beispiel abstimmt, wir haben abgestimmt, dass man den Wolf nicht mehr abschießen darf, aber dann finden sie irgendwo wieder ein Schlupfloch, dass sie es trotzdem machen können. Schlussendlich machen sie trotzdem, was sie wollen. Das ist einfach, das ist überall dasselbe. Ob es Schweiz oder Deutschland oder... Schweiz ist vielleicht noch ein bisschen besser als Deutschland, aber nicht mehr viel. Ja, das wurde uns aus Österreich auch gerade genauso attestiert. Ja, bei uns ist es schlimmer. Ja, die Frage aber, was machen wir? Also du versuchst quasi mit deiner Kunst, mit deiner Musik dagegen anzustinken, indem du sagst, nee, bei mir gibt es keinen Kuschelrock, sondern ordentliche Texte.
Denkst du manchmal, ja, schön und gut, Idealismus, schön und gut, aber kannst du, wir haben jetzt gerade deinen aktuellen Song gesehen, auf YouTube ist es ja jetzt nicht gerade ein Click-Hit. Ist es bei dir Hobby, lebst du davon, machst du das hauptberuflich, lebst du von Auftritten oder wie finanziert man sich als kritischer Künstler? Ja, ist schon schwierig, aber eben, ich habe immer wieder so Auftritte auch, eben spiele ich an gewissen Dinners da mit Input, wo, letztlich habe ich am Dinner mit Input gespielt, wo wir Heiko Schöning und all die gekommen sind, da so ein Schweizer wegen Nord Stream 2 Sprengung hat er da alles gesagt, wie das passiert, wahrscheinlich passiert ist und so. Und auch ich spiele immer so an kritischen Orten halt. Jetzt habe ich dann auch im April wieder Konzerte. Dann wurde ich ans Jam for Freedom nach England eingeladen. Das war kurz vor eurem Sommerfest. Und ans Pax, und Pax Terra Festival spiele ich auch. Super. Sehen wir uns öfter dieses Jahr. Ja. Ja, genau. Und ja, man versucht, über die Runden zu kommen, ja. Und produziere halt auch in meinem Studio Sachen. Ja. Okay, du machst. Aber eben, es ist halt, ich habe auch das Gefühl, der Widerstand ist ein bisschen am Bröckeln. Ich meine, der Song ist so eine gute Message. Es geht wirklich darum, dass jetzt die Zeit ist, aufzustehen und eben an die Liebe auch zu glauben, oder? Dass man es schaffen kann gegen das Böse und gegen das, was die da die ganze Zeit planen, wenn man an sich auch ein bisschen arbeitet, oder? Und wobei das ja in dem Song... Die Zeit ist reif jetzt, dass man eine Änderung bringt. Ja, aber eigentlich eine absolut mainstream-taugliche Aussage. Ja, eigentlich schon. Aber heutzutage, sie wollen ja nicht mehr gute Vibes in der Musik. Wenn du hörst, was Platz 1 und so ist, das wissen wir alle, so ganz, ganz schräge Frequenzen und wenn du ja die Grammy Awards gesehen hast, wie sie sich anziehen, da wissen wir ja, wohin sie wollen. Aber. Ja, das ist halt der progressive Musikstil. Du bist dann offensichtlich eher der konservative Musiker mit deiner Gitarre und alles noch mehr oder weniger analog, noch nicht völlig technisch überzerrt. Wie siehst du da generell so die Zukunft der Musik, wenn du das jetzt schon so ansprichst? Also wird sich auch da einfach, also siehst du da eine Fortentwicklung der Musik an sich oder betrachtest du es eher so als Rückschritt, Qualitätsverlust? Wie ja, definitiv. Also definitiv Rückschritt. Qualitätsverlust haben wir schon lange in der Musik. Also wenn du die 70er... 80er, 90er oder auch noch 60er, wenn die Leute als ganze Band ins Studio gehen und das aufnehmen, das ist ein ganz anderer Vibe, wie heutzutage, wenn jemand mit seinem technischen Computer das Zeug, gut, ich habe auch alles jetzt, bei dem Song habe ich ja alles selber eingespielt, Schlagzeug, sogar Bass und alles, und aber ich mache halt alles analog, oder? Ich spiele das Zeug ein und programmiere nichts. Das hört man dann halt. Und wenn man noch KI jetzt dazu bringt, wo singt und so, finde ich das schon eher ein Rückschritt. Oder wenn alle Stimmen werden getuned, dass sie stimmen am Ende, dann hat das nichts mit uns zu tun, finde ich. Oder wenn man den Ton nicht mal trifft und dann trotzdem mit einem Song auf 1 landet, ja. Aber eben, das Geschmäcker sind... Auf Platz 1 oder auf 1? Ja, ja, Platz 1. Es gibt so viele Künstler, die können nicht singen, oder? Und die landen auf Platz 1. Oder die können auch kein Instrument spielen. Ja. Wir hatten vorhin gerade jetzt mit Elsa auch über das Thema Konservatismus gesprochen und progressive Weltdenken. Wie ist denn die Stimmung in der Schweiz? Gibt es da so einen nostalgischen... Ja, so eine Rückbesinnung an konservative Zeiten. Gibt es Menschen, die mit diesen ganzen neuen, modernen, progressiven Dingen in der Welt, mit LGBTQ da im Clinch liegen? Wie ist das Gefühl, das du von deinen Mitmenschen in der Schweiz wahrnimmst gegenüber diesen von oben so draufgedrückten Themen? Ja, also in meinem Umfeld finden das alle lächerlich, wie das Ganze... wie sie uns das die ganze Zeit verkaufen wollen, oder? Irgendwelche Vorlesungen von Transen in Kindergärten gibt es ja auch bei uns. Und so, dass es ist eigentlich die Empörung ist auch da, aber die Medien, die schreiben einfach immer völlig etwas anderes. Es ist einfach so viel gelogen. Und die,
die Meinung der Leute wird nicht akzeptiert sozusagen und viele Leute sind da nicht mit einverstanden, wie es bei Covid und das Zeug auch war, oder? Aber die Medien schreiben immer, sie verdrehen einfach immer alles, als wäre die Mehrheit dafür, oder? Und das ist bei ziemlich jedem Thema so. Also viele Leute ziehen sich zurück jetzt und suchen Land, eigene Gärten und wollen ein bisschen weg vom System. Merkst du das schon, dass Leute anfangen, in der Öffentlichkeit vorsichtig zu sein, was sie sagen? Es gibt Untersuchungen in Deutschland, dass schon jetzt über 40% der Menschen sich nicht mehr trauen, in der Öffentlichkeit ihre freie Meinung zu sagen. Merkst du das auch in deinem Umfeld, dass man sich eher zurücknimmt? Ich meine, bei einer privaten Feier, wenn du jetzt mit dem Klimawandel anfängst, das mache ich auch nicht, weil dann wäre die Stimmung wahrscheinlich relativ schnell kaputt. Aber ich meine, so im öffentlichen Raum, gibt es da schon Menschen, die sich zurückziehen? Was? Ich meine, ich kann es jetzt natürlich nicht für alle sprechen, ich weiß, aber was ist da deine Wahrnehmung? Das glaube ich nicht. Also viele Leute, die ich kenne, also wo auch bei Covid schon laut waren, sind immer noch auch laut. Also das, okay. Die Angst da von irgendwelchen Einschränkungen, das ist noch nicht so da. Nein, das denke ich nicht. Aber es ist mehr ein persönlicher Wille, wo die Leute haben, dass sie einfach die Schnauze voll haben vom Ganzen und sozusagen wie eine Zweiklassengesellschaft sich am Entwickeln ist. Oder im Fall, wenn wieder was kommt, dass man sagen kann, hey, könnt mich mal, ich habe meinen Garten, ich habe mein Essen, oder wir sind unabhängig von dem Ganzen, oder so mehr oder weniger. Ich denke mehr, das ist so ein bisschen die Entwicklung, dass die Leute ein bisschen weggehen, so mehr wieder aufs, auch wieder mehr Leute ziehen aufs Land, das ist auch so eine Entwicklung, die es gibt. Also viele Schweizer Ausländer gehen in die Stadt, die Schweizer gehen weg aufs Land, das ist so die Entwicklung, wo es, glaube ich, momentan ein bisschen gibt, so. Ja. Übrigens, viele Deutsche reisen in die Schweiz. Permanent. Überwanderung. Also wollen in die Schweiz auswandern, oder? Das sind die ganzen Auswanderungswilligen, die aber eigentlich gar nicht auswandern wollen. Ja. Es muss irgendwie noch deutsch und heimlich und derselbe Kulturkreis bleiben. Da habe ich absolutes Verständnis für. Ist nur die Frage, ob die Schweiz wirklich der richtige Zufluchtsort ist für all diejenigen, die aus dem Grund fliehen, weil sie es hier nicht mehr aushalten. Mhm. Beziehungsweise weil sie tatsächlich Angst vor dieser ungewissen Zukunft haben. Weil man weiß ja nicht, wie irre das noch wird. Das ist schon besorgniserregend. Und der Gedanke ist in mir persönlich auch schon aufgekeilt, was machst du eigentlich, wo gehst du hin im Ernstfall? Ja? Zumindest, dass man mal drüber nachgedacht hat. Ja, ich weiß nicht. Schweiz hat gewisse Vorteile. Ich kann es schon nachvollziehen, aber ob es ein sicherer Zufluchtsort ist, weiß ich letztlich auch nicht, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, wie es hoffentlich nie kommen wird. Mhm. Also du denkst wegen Zensur und so Verfolgung, wegen wenn du normal... Damit kann man vielleicht noch handeln, aber wer weiß denn, wie irre die wirklich noch sind und wie weit die zum Beispiel diese ganze Kriegsrhetorik und dieses Waffenliefern und so weiter, ja, genau, und dieses Atomwaffengelaber, was jetzt hier wieder Mode geworden ist in Deutschland. SPD-Politiker fordern mehr Atomwaffen oder überhaupt eigene deutsche Atomwaffen. Ja, nur weil Trump auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung mal wieder was Unbedachtes rausgerotzt hat, wird hier in Deutschland werden in Deutschland Atomwaffen gefordert. Naja, das war ja, du musst das erklären, für die, die es nicht wissen, Trump hat eben über die Zahlungen an die NATO gesagt, so nach dem Motto, diejenigen, die nicht genügend Geld für die NATO gezahlt haben, die lässt er alleine im Regen stehen und wenn die Russen machen wollen, was sie wollen, dann würde er sie eher sogar noch ermutigen dazu. So nach dem Motto, Trump hat jetzt die Russen dazu animiert, Europa zu überrennen, weil er sich aus der NATO zurückzieht. Das wird gerade hyperventiliert in den öffentlichen Raum und das siehst du in allen Talkshows. Das ist wirklich unfassbar. Dieses Meme, oder was heißt dieses Meme, sondern diese Propagandalüge, dass Putin jetzt, nachdem er die Ukraine angegriffen hat, jetzt dann auch die baltischen Staaten und Polen sich greifen wird, das ist ja etwas, was jetzt sozusagen schon gesetzt ist. Ich habe neulich den deutschen Politiker, den grünen Politiker mit den langen Haaren, wie heißt denn der schön? Anton Hofreiter, den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Der Anton hat gesagt, dass es ja allgemein bekannt ist, dass Putin quasi schon auf dem Sprung sitzt. Dass der schon allgemein bekannt, das ist allgemein bekannt, weißt du so. Weil das 20
durchgeknallte Propagandisten gesagt haben, ist es jetzt bekannt. Und damit wird aber jetzt Politik gemacht. Ja? Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, diese Waffen, diese Einweihung der Waffenfabrik in Niedersachsen. Rheinmetall will 300 Millionen ausgeben, damit man bis zum Jahr 2025 pro Jahr 200.000 Artilleriegranaten bauen kann. Und es gibt auch dieses berühmte Bild von dem Kanzler, wie er da einmal nur, aber nur ganz kurz, diese Granate anfasst und ein ganz ernstes Gesicht dabei macht, weißt du so. Das ist diese Rhetorik, die wir hier haben, das ist genau das Gegenteil zu dem, was wir in den 90er Jahren hatten. Ich bin Jahrgang 70, ich war 19 Jahre alt bei der Mauer, beim Mauerfall. Die ganzen 20er, also meine ganzen 20er, sind gezeichnet gewesen von Abrüstung. Die Russen haben sich 94 aus der letzten Kaserne zurückgezogen. Es gab Open Skies Abkommen. Es gab wirklich so eine Friedensdividende. Wir bauen den Osten wieder auf. Der Kalte Krieg ist vorbei. Und seit 2000, spätestens seit dem 11. September, ist die Rhetorik wieder eine ganz andere und eine ganz neue globale Struktur. Und das ist so krass, wenn man sieht, dass wir innerhalb von 30 Jahren wieder quasi einen neuen eisernen Zaun durch Europa ziehen und mit noch abstruseren Lügen, wirklich. Also, und das so beobachten zu müssen, ist zum einen natürlich interessant und auch aus der historischen Forschung heraus, also ich bin jetzt kein Forscher, aber trotzdem ein historischer Analyst, in dem ich eben diese Dinge versuche zu begreifen. Wenn man das aus dieser Perspektive sieht, ist es natürlich sehr spannend zu sehen, wie so die Politik live sich gestaltet und man weiß schon, wie sich es gestaltet. Beispiel Tucker Carlson, anhand der Berichterstattung der Massenmedien über dieses Interview, konntest du vorher eigentlich schon sagen, dass das genauso sein wird, und wenn man das sieht, ist das irgendwie befriedigend, wenn man das im Vorfeld schon verstanden hat. Aber gleichzeitig zu erkennen, dass man da eigentlich fast machtlos ist, mit gebundenen Händen daneben dran steht und zuschauen muss, wie alle schreien: Waffen, Krieg, Ukraine, Granaten. Aber das sind ja auch wieder die Medien, wo das Ganze, das Volk ist ja da nicht in dieser Meinung, oder? Also ich denke, wer will schon Krieg? Das will doch niemand. Also das ist so ein Kindergartenspiel, wenn ich das anschaue. Ich finde, das sind alles so kleine Hampelmänner in dieser Politik, wo da ein bisschen rumschreien. Ich finde, das ist ein Riesenwitz, wie das Ganze angetrieben wird. Und das ist einfach die Zeit, wo die Leute endlich aufstehen gegen diese Politiker und sagen, wir wollen keinen Krieg. Es ist Zeit für Frieden und wir wollen diese Politiker gar nicht. Ich meine, die lügen bei allem. Bei Covid, und jetzt vertuschen sie mit der ganzen Ablenkung, mit dem Krieg, die ganzen Impftoten und Impfgeschädigten, was ja immer mehr werden. Die sterben ja weg wie die Fliegen. Es ist brutal. Ich meine, im Spital, was ich doch sehe von meiner Freundin, das ist schlimm. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Und jetzt es spricht praktisch niemand mehr darüber, oder? Und jetzt kommen sie mit der ganzen Kriegspropaganda. Und ich denke, dass mit den Russen, ich meine, die treiben sie ja immer enger und machen sie ja immer aggressiver. Irgendwann werden sie vielleicht schon kommen. Wer weiß, ob das stimmt oder nicht. Was da eben auch, das habe ich dir ja vorhin gesagt, mit gewissen Prophezeiungen. Alois Irlmaier, ja. Ja, Alois Irlmaier, dass sie bis an die Schweizer Grenze kommen. Also von dem her bist du in der Schweiz, glaube ich, schon sicherer. In der Ostschweiz habe ich gesehen. In Deutschland. Im Chiemgau soll es auch ganz gut sein, ja. Da gibt es strategisch nicht so viel zu holen und es ist vom Geländetypus sehr schwierig, da mit Panzerarmeen reinzufahren. Also ob es dann wirklich so weit kommt, ist die andere Frage, oder? Überleg mal, wenn Russland wirklich so bescheuert wäre und würde Polen oder Westeuropa angreifen, das würde die gesamte Struktur der Bündnisse, die jetzt in den letzten Jahren mühsam aufgebaut worden sind, mit einem Schlag zerstören. Die ganzen BRICS-Vereinbarungen, die ganzen BRICS-Pläne, dann auch finanziell oder militärisch ist es überhaupt nicht zu stemmen. Russland hat große Probleme im Krieg in Russland. Sie haben zwar militärisch ein Übergewicht, aber zu einem riesigen Preis, ja, mit hohen Verlusten, auch mit mindestens 100.000, wenn nicht noch mehr, Toten und Verwundeten. Die können nicht einfach jetzt dann mit 10.000 Panzern Richtung Warschau marschieren. Das geht rein logistisch gar nicht. Und das würde natürlich dann auch innerhalb der russischen Bevölkerung ganz anders ankommen, wie der quasi Verteidigungskrieg,
den ja die Russen im Donbass führen. Also sprich, der Angriff von ukrainischer Seite auf die Donbass-Bevölkerungen war ja letztendlich auch mit einer der Gründe, um zu sagen, wir machen da nicht mehr mit. Aber wenn jetzt wirklich die russische Führung oder wer auch immer jetzt da einen Angriff auf Westen organisieren würde, das würde das gesamte politische Gefüge der letzten Zeit komplett vernichten und niemand in der russischen Führung, der was zu sagen hat, spricht davon. Das wird nur hier hyperventiliert in unserer Blase, in unserer Medienwelt, um damit natürlich die Politik zu machen, Erhöhung des Rüstungsbudgets, Militärausgaben, Sondervermögen. Roderich Kiesewetter spricht jetzt von 300 Milliarden Sondervermögen statt nur 100 für die Bundeswehr. Weißt du, also das ist ja, die kriegen so viel Futter, die kriegen so viel Auftrieb, die ganzen Strack-Zimmermanns und wie sie alle heißen, Pistorius und so weiter. Ich glaube nicht, dass Russland jetzt in dem Fall sich irgendwie genötigt fühlt, hierher zu kommen, es sei denn, Russland wird durch irgendeine False Flag oder durch irgendein anderes Ereignis zu irgendeinem Ereignis gezwungen. Und dann heißt es natürlich wieder, seht ihr, Eckhart, die Russen kommen. Ja, aber du kannst halt in der Politik und vor allen Dingen in der Verteidigungsindustrie oder im Ministerium natürlich nicht mit Glauben argumentieren. Ja? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn es um die Verteidigung geht, da gehe ich sogar noch mit. Aber wenn du Kiesewetter und Frau Strack-Zimmermann und so weiter ansprichst, sind das ja Befürworter eines Angriffskrieges. Unfassbar. Ja? Und das ist eben der große, große, große Unterschied. Ja? Wenn es jetzt schon heißt, man muss jetzt prophylaktisch Russland auf dem eigenen Boden den quasi Krieg nach Russland bevor tragen. Sie zu uns kommen. Den und Krieg da, nach Russland da ist tragen, ganz klar das hat er die Grenze. Ja? Ich meine, Verteidigung schön und gut, es ist letztlich eine Geldsache, die Rüstungsindustrie freut sich, die Wirtschaft freut sich, so what? Weißt du, Verteidigung, habe ich nichts dagegen. Weißt du, man kann nie geschützt genug sein, aber dort ist eben die rote Linie. Genau dort ist die rote Linie. Wenn es darum geht, Rüstungsgüter und Waffen zu produzieren, um jemand anderen anzugreifen, sorry, da ziehe ich genau die Linie, weißt du? Wenn die sich bis an die Zähne verteidigen wollen, bitteschön, da fühlen wir uns halt alle noch ein bisschen sicherer. Ja? Das ist dann wahrscheinlich sogar noch besser, anstatt nur auf den guten Wille Putins angewiesen zu sein. Niemand ist unsterblich, weißt du? Auch der ist irgendwann mal weg und man weiß es schlichtweg nicht, weißt du? Es gibt immer irgendwelche Vollidioten, das hat die Geschichte gezeigt, die plötzlich an die Macht kommen und dann völlig durchdrehen. Von daher kann es nicht schaden, gewappnet zu sein, ja? Aber ganz sicher nicht für einen Angriffskrieg. Aber ich glaube nicht, dass die Bundeswehr in der nahen Zukunft oder auch in der unmittelbaren Zukunft oder in der längeren Zukunft dann irgendwie eine große Rüstungsmacht darstellt. Militärisch wird die Bundeswehr da nichts zustande bringen, weil dieses Beschaffungswesen innerhalb der Bundeswehr so korrupt ist, das ist so madig, so faul in der Konstruktion schon her. Jüngstes Beispiel war das Vorhaben, für 2,8 Milliarden Kopfhörer zu kaufen, für alle Bundeswehrangehörigen. Kopfhörer zum Stückpreis für 13.000 Euro wollen die beschaffen. Ich weiß nicht, ob die von der NASA sind, ob die für Elon Musks Raumschiffe auch geeignet sind, aber was für einen Kopfhörer braucht man für 13.000 Euro? Was ich sagen will, da wird dann irgendwie im Geheimen in diesen Rüstungsgremien irgendwelche Deals ausgehandelt mit Rüstungsindustrien und die kriegen Unsummen zugeschustert für ein Produkt, das es eigentlich für einen Bruchteil dessen gibt. Und das ist in allen Bereichen so, egal ob das jetzt Panzer sind oder Flugzeuge oder sonst irgendwas, da wird so viel Geld ausgegeben, was letztendlich fast keinen Gegenwert bringt für militärisches Vermögen dann danach. Schaut euch die F-35 an, die jetzt beschafft werden soll, dieses ein Hochleistungsflugzeug von den Amerikanern. Das kostet ein Vermögen pro Stück 240 Millionen, obwohl das in Amerika drüben für 60 Millionen ungefähr über den Tisch geht normalerweise. Ja, also die Bundeswehr wird selbst mit 300 Milliarden keine große Rüstung, keine Militärmacht sein. Das ist vom Prinzip her einfach gar nicht möglich. Man müsste das einfach alles verbieten. Ganz einfach. Alle müssten ihre Waffen abrüsten. Und wenn sie Krieg machen wollen, dann sollen sie mit der Axt, wie früher, gegeneinander, eins gegen eins, fertig. Und
das Volk schaut zu, wenn sich zwei Politiker den Grind einschlagen oder mit den Boxhandschuhen. Genau, ein Octagon, UFC, weißt du so, zack, ja. Hier, ihr könnt Handschuhe wählen, wenn ihr wollt, aber dann bitte rein. Roderich Kiesewetter, genau. Gehen Sie in den Käfig und jetzt können Sie Ihre Meinung verteidigen. Das Volk muss sagen, fertig jetzt. Wirklich, es liegt an uns, es liegt an den Menschen selber, an dem ganzen Spiel nicht mehr mitzuspielen, weil es ist ein Spiel. Die spielen immer wieder dasselbe. Über wie viele hundert Jahre? Immer wieder dieselbe Taktik. Die ganze Zeit. Und immer alle machen mit. Darum in dem Song Don't Hide geht es darum, nicht mehr sich zu verstecken, sondern den Mund aufzumachen gegen diese Politiker, wo kriegsgeil sind oder eben die Menschen unterdrücken wollen, unsere Freiheit einschränken, Leute durchimpfen, was auch immer, was noch kommt, aber wieder eine Pandemie kommt und da WHO Pandemiepakt und so. Alles nicht mitmachen. Ganz einfach. Nein sagen. Und dazu stehen, oder? Und ich meine, ich kenne so viele Leute, die haben das Ganze noch mitgemacht bei Covid mit Impfung und auch, die würden das auch nicht mehr mitmachen. Also die Leute sind schon am Aufwachen. Es geht da was. Und ich denke bei euch auch. Auch wenn es noch viele mitmachen, aber. Klar, es wird immer absurder und deswegen werden auch immer mehr Leute merken, dass da was nicht stimmt. Es ist halt nur diese große Masse, die große Masse, die an den Massenmedien hängt, deswegen heißen sie ja auch Massenmedien, man vertraut der Tagesschau, dem 10 nach 10 Programm bei euch in der Schweiz, da gibt es auch die Flaggschiffe der Nachrichtenberichterstattung. Ja, die sind ziemlich eingebrochen, also SRF hat nicht mehr so viel Vertrauen. Klar, logisch, aber trotzdem, es erreicht immer noch den großen Teil der Bevölkerung. Es werden immer mehr Menschen durch die Umstände auch wach, weil die Energie immer mehr kostet, weil die innere Sicherheit schlimmer wird, weil das gesamte Bild in der Gesellschaft sich verändert durch Migration und Kriminalität und so weiter. Logisch, ja. Nur dass der Groschen wirklich fällt bei vielen, dass dann da eben dann auch eine Aktion entsteht, entweder anders zu wählen oder eben selber aktiv zu werden, das ist das eigentlich Entscheidende. Und da braucht es dann eben so uns als, ich sag mal, Transmissionsriemen, weißt du, so als Vehikel, das diese Botschaften in die Gesellschaft bringt, damit sich eben Menschen ein allumfassenderes Bild zeichnen können. Und so sehe ich ja unsere Arbeit auch, du mit deiner Musik, mit deiner Kunst, mit dem Intellekt, der in deinen Texten mitschwingt, und wir dann eben mit den Gesprächen, mit den Kongressen, mit den Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Wir haben gerade diese Woche, war Hans-Georg Maaßen bei uns zu Gast, weißt du, eine Stimme der Vernunft eigentlich, wenn man dem Mann zuhört, der redet ruhig, bedächtig, überlegt, fundiert, nicht Hass, keine Extremismus, gar nichts, und ist ein einziger Patriot. Er sagt, er hat vollkommen, er will das demokratische Rechtsverständnis aufrechterhalten und nicht aggressiv sein und extrem. Ja, die Energie momentan, die Stimmung ist aggressiv, oder? Das merkst du auch, die Leute sind angespannt, weil halt in der Politik ist es halt auch so, oder? Die sind aggressiv unterwegs. Sie suchen ja wirklich den Weg, wirklich, dass dieser Krieg stattfindet. Also jetzt bei den Deutschen, das beobachte ich auch, dass man das wie erzwingt, oder? Dass sie schlussendlich die Russen dann einmarschieren, oder? Wer weiß, ob das dann so weit kommt. Ja, wollen wir es nicht herbeireden? Ja, genau. Aber man muss eben positiv bleiben. Ich denke nicht so viel an das. Und ich denke eben, die Leute müssen die positiven Vibes, darum mache ich auch die Lieder, immer mit einem positiven Hintergedanken, dass man positiv bleibt und gegen das Ganze angeht. Das geht nur, wenn man positiv ist. Wenn man sich das Ganze, eben wie du es gesagt hast, immer nur die schlechten Bilder, immer nur sehe Leute, die posten jeden Tag irgendwie Bilder vom Krieg, jetzt vom Nahen Osten. Ich finde, es ist brutal, was passiert. Aber wenn man das die ganze Zeit nur noch schaut, dann nimmt das einem auch die Energie für das, was zu ändern, oder? Für die positiven Sachen, wo wir im Leben haben. Und dass man da wirklich vorwärts macht für eine Änderung, dass man positiv bleibt, oder? In dem Ganzen. Sonst wären wir auch nicht so einfach durch das Ganze, die paar Jahre mit Covid gekommen. Und ich habe auch immer den Leuten Mut gemacht, dass man positiv bleibt und sich nicht unterkriegen lässt, oder, von dem Ganzen. Das ist sehr wichtig, oder?
Ja, das ist das Wichtigste, hat Elsa vorhin auch gesagt, mit der wir ja schon gesprochen hatten, dass in der Mitte bleiben und eben diese Erdung jeden Tag wieder erfahren, das Wichtigste überhaupt ist, um nicht sozusagen die Bodenhaftung zu verlieren, völlig durchzudrehen. Deine Musik trägt unheimlich auch dazu bei. Musik gehört für viele zum Alltag, zum Leben dazu. Wir werden beaufschlagt von im Radio, beim Autofahren und so weiter, aber wir haben ja trotzdem die Wahl. Es ist auch einfach Musik von dir oder von vielen, vielen anderen Künstlern, die eben absolut Mainstream untauglich sind aufgrund ihrer Inhalte. Genau. So wunderbare Musik, so vielfältig. Wir waren ja überrascht, wo wir vor 3, 4 Jahren, also 2020 mit dem New Vision Song Contest angefangen haben, wie viele Künstler es gibt, die völlig außerhalb des Mainstreams absolut professionell arbeiten und ehrlich gesagt streckenweise sehr viel besser und anspruchsvoller und auch ansprechender sind als Mainstream-Produkte. Mhm. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Ich hoffe, wir werden auch in der Lage sein, der Sache in Zukunft auch noch mehr Aufmerksamkeit und Plattform zu bieten. Denn ich glaube vor allen Dingen eben auch auf dem kulturellen Bereich, da ist noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten im Sinne von, na vielleicht Aufklärungsarbeit nicht, sondern von Alternativen, die es gibt, die aber überhaupt gar keine Reichweite haben, wie uns aufgefallen ist. Bei so Polit-Talks, wie wir es hier machen und so weiter, da gibt es schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil es halt die Themen der Zeit sind. Aber gerade wo es um alternative Musik, alternative Unterhaltung und so weiter geht, wird das halt alles unterdrückt. Und ich suche permanent nach Wegen und Ideen, wie wir zivilgesellschaftlich Strukturen aufbauen können, damit uns letztlich die Meinungshoheit des Mainstreams im Grunde schnurzegal sein kann. Ja. Wir sind hier auf YouTube, das ist Mainstream, wir sind den Algorithmen unterworfen. Viele sagen, ja, dann geht doch auf eine andere Plattform, ja, die weniger restriktiv ist. Wir sind auf anderen Plattformen, die weniger restriktiv sind, aber dort guckt uns halt erst recht keiner. Also da fehlt quasi das Bewusstsein auch der Zuschauer. Ja. Mhm. Und es gibt halt diese technologische Meinungshoheit. Mhm. Und das ist ein Problem. Da können wir tatsächlich nur an die Zuschauer und in deinem Fall an die Zuhörer appellieren. Genau, das ist wirklich das Thema, da triffst du genau den Nerv, was ich immer den Leuten mit auf den Weg gebe. Ich sage es auch immer, ich habe extra ein Video gemacht, bitte downloadet meinen Song über iTunes oder halt Amazon. Die sind halt auch ein Teil des ganzen kommerziellen Dings, aber es ist halt das, was mir am meisten bringt, weil da verdiene ich wenigstens noch etwas dran. Wenn man über Spotify den Song streamt, da habe ich nichts, oder? Das ist auch etwas, ich habe das mal versucht zu boykottieren, das Spotify, nur über Bandcamp den Song rauszugeben und die Leute schreiben dich nachher die ganze Zeit an, kommt der Song auf Spotify? Und dann willst du ja auch, dass die Leute den Song hören, oder? Es geht ja auch um die Message, dann gibst du den halt dann trotzdem auch auf Spotify. Das mache ich jetzt halt alles auch mit, aber ich appelliere wirklich an die Leute, dass sie den Song wirklich downloaden, oder? Dass man auch etwas davon hat oder dass man das teilt und was auch immer. Aber so schwierig, dass die Leute das dann auch machen. Es ist, eben wie du gesagt hast, das Verständnis von den Leuten ist einfach nicht so da für die Musik. Es ist so viel Aufwand, Musik zu machen, und dass man investiert danach Geld in den Mix, in das Video und was auch immer. Und am Schluss wird es eigentlich gratis konsumiert, also fast gratis. Und es ist so wie ein kleines Wegwerfprodukt geworden, Musik. Es wird nicht mehr geschätzt. Als ich jung war, bin ich in den CD-Shop gegangen, ich habe einen halben Tag da investiert mit Kopfhörern, welche CD, welche Platte finde ich geil, habe das Geld genommen und investiert. Und heutzutage ist das einfach nur noch zack, klick, klick, klick. Ich stream alles und der Künstler verdient nichts. Und da müsste wirklich ein Grunddenken, ein Umdenken stattfinden in der Gesellschaft, dass Musik wieder an Wert gewinnt. Weil es geht um etwas mega Wichtiges, wie du gesagt hast, jeder hört Musik und dann gibt's vielleicht auch wieder ein bisschen bessere Qualität. Und ja, aber es ist sehr schwierig, gegen das anzukommen, oder? Weil es ist ein riesen Kommerz, Spotify und all das Zeugs. Aber obwohl die Großen sich auch schon beschweren, machen sie nichts dagegen. Ich meine, wenn ich jetzt ein Snoop Dogg wäre, der hatte sich auch
gemeldet, ja, ich verdiene nur so und so viel und so, dann hätte ich einfach gesagt, scheiß auf Spotify. Wenn ich so berühmt werde, hätte ich gesagt, scheiß drauf. Ich gebe es nur noch so und so und so raus. Aber sie machen alle mit. Ihnen wird es schwierig, da etwas zu ändern, oder? Wenn so ein kleiner Musiker wie ich kann sagen, ja, ich boykottiere Spotify, interessiert das keine Sau, oder? Ja, das ist das Problem, ja. Selbst wenn wir sagen, wir boykottieren jetzt YouTube, ist der Schaden bei uns wesentlich größer als bei YouTube. Genau, also, das ist das Problem. Vielleicht ja auch eine Idee einfach mal an die Zuschauer. Ey, schreibt doch mal einfach eine E-Mail an euren lokalen Radiosender oder gerne auch darüber hinaus und fragt mal, warum denn nicht hier Sam Moser gespielt wird. Schickt mal ein paar Links dazu vom Song. Und wenn die dann mehrere solche Mails bekommen, dann hören die vielleicht auch mal rein und denken, oh, was ist denn das? Haben wir da was übersehen? Ja, okay. Und dann finden die das mit Sicherheit selber geil, ja, und ja, also einfach mal die Zuschauer auch sozusagen bitten, ja, zu sagen, helft doch bitte mit, weil wir sind ja alle Teil des Mainstreams, ja, der Mainstream ist ja im Grunde alles und das, was die Mehrheit geil findet, das ist ja als Mainstream diffamiert, wollte ich jetzt gerade sagen, als Mainstream definiert. Aber mittlerweile ist ja das, was die Mehrheit geil findet, rechtsradikal. So. Und das ist eben ein großes Problem. Teilt euren Medienmachern lokal mit, dass die da einer Täuschung unterliegen und dass ihr das hören wollt. Ja, weil das geile Musik ist. Und wenn die dann viele Dutzende solcher Mails jeden Tag bekommt, dann ändert das vielleicht hier und da mal was? Weil ich glaube, auch in Radiostationen sitzen viele Leute, die das ankotzt, was die für Nachrichten vorlesen müssen. Ja, im aktuellen Fall hier von einer relativ bekannten deutschen Kabarettistin, die Frau Prayon, bekannt aus der Heute-Show, die eigentlich jahrelang über alle möglichen Impfgegner, Querdenker und so weiter da in ihrem Satireformat da herziehen musste und jetzt ein Interview gegeben hat, dass die das eigentlich total abartig, widerlich und das ekelt die an eigentlich. Und die hat auch darum gebeten, beim ZDF sowas nicht mehr machen zu müssen und so weiter. Und hat da jetzt auch wirklich ausgepackt und sie reiht sich ja mittlerweile in eine immer größer werdende Riege von Künstlern ein, die einfach das Establishment verlassen. Ja, du hast halt heute einen Michael Wendler, der bei Auf 1 Interviews gibt. Bei Nu Wieso moderieren ehemalige MDR-GEZ-Moderatoren und interviewen den ehemaligen Verfassungsschützer Hans-Georg Maaßen oder ehemalige Spiegel-Ressortleiter. Soweit ist es in Deutschland gekommen. Ja. Man müsste ein eigenes Radio gründen, das wäre es. Ich sag das nicht, um deutlich zu machen, wie geil unsere Arbeit ist, sondern dass wir in einem Land leben, wo solche Fragen die GEZ-Medien einfach nicht mehr stellen und es uns überlassen, freut uns auf der einen Seite natürlich irgendwo, aber auf der anderen Seite ist, wenn man es von außen betrachtet, extrem besorgniserregend. Das ist wirklich DDR 2.0, dass du unter vorgehaltener Hand irgendwie was sagen musstest und dafür ausspioniert wurdest. Jetzt kannst du es auf YouTube sagen und so weiter und die Algorithmen, die regeln den Rest. Ja. Ah, es ist besorgniserregend, aber dafür vielen Dank, Sam, dass es Leute wie dich gibt, die dann auch musikalisch was entgegenhalten. Das heißt, wir sehen uns dieses Jahr mindestens beim Sommerfest, oder? Sommerfest, ja. Okay, wunderbar. Das ist zwar noch weit hin, aber ein halbes Jahr ist wieder so schnell rum. Wenn ich zurückdenke an den August 23, das ist jetzt auch schon wieder 4+2, ja, halbes Jahr ist schon wieder... Klack. Die Hälfte ist schon wieder vorbei, siehst du, ich muss mal anfangen zu planen. Aber das Mal will ich draußen spielen. Diesmal ohne Hurricane. Wir bestellen diesmal besseres Wetter bei dir, beziehungsweise wir kündigen dich nicht nach Wurzelmo an, ja, dann passt das schon. Wenn da wieder das Gewitter kommt, meinst du, hat er das herbeigerufen? ja, Wurzelmo war das. Ja, das Mal werde ich auch nicht so einen Stress haben wie letztes Mal, dass ich gerade wieder abhauen muss, weil ich dann noch spielen musste an einer Demo. Ja, weil viele gefragt haben, vom 15. bis 19. August wird diesmal gesommerfestet, aber nicht gefastet, ja, das ganz sicher nicht. Und Tickets gibt es noch nicht, bevor ich da jetzt wieder einen Haufen E-Mails bekomme, aber demnächst müssen wir noch ein Programm planen und ja, wir freuen uns tierisch. Auf dem Pax Terra bist du im Juli auch, da sehen wir uns da auf jeden Fall schon, vielleicht auch schon noch eher.
Wir werden sehen. Erstmal viel Erfolg und viel Freude beim weiterhin Musizieren. Und danke. Und Leute, downloaden bitte. Download. Link packen wir hier mit unter das Video. Downloadet den aktuellen Song und lasst auch noch einen Klick bei YouTube da, damit es einfach auch Reichweite hat, Verbreitung findet. Schreibt eurem lokalen Radiosender, ja, nicht vergessen. Genau. Ja, vielen Dank dir, Sam. Danke euch. Ein toller Name, ja, mein Sohn heißt auch Sam. Sam, alles Liebe. Deine Katzen da hinten habe ich gerade die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet, ja. Die sind auch Katzenvideos, perfekt. Ja, Katzenvideo, perfekt. Also, Hunde, Katze. Belohnt der Algorithmus. Guten Start in den Frühling. Es sieht ja aus, wie wenn es jetzt endlich mal ein bisschen wärmer wird. Da kommen auch die Lebensgeister zurück und das wünschen wir euch da draußen natürlich auch. Hoffentlich könnt ihr ein bisschen raus und die Natur abschalten nach diesem Video. Abschalten, so hat es der von... Nein, Ruderboot gucken. Richtig, Ruderboot gucken und dann abschalten. Der von Peter Lustig von Löwenzahn hat das doch immer gesagt. Abschalten, abschalten, gell? Erst nach Ruderboot. Also, macht euch eine schöne Zeit. Wir sind raus. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, tolle Zeit. Alles Gute. Ciao. Ciao.